Einen wunderschönen guten Abend, schönen Feierabend, frohes Wochenende. Wir haben es geschafft, ihr habt es geschafft. Oh, ich habe mein Sound an, jetzt hört ihr jetzt doppelt. Oh Gott, ich muss kurz meinen eigenen Stream ausmachen. So, hallo, hallo, hallo. Ich freue mich sehr, dass ich wieder da bin, dass ihr wieder da seid, dass wir alle wieder da sind. Wie ihr seht, geht es direkt los, ohne großen... Normalerweise gibt es ja eine Intro-Musik, die ihr hört und dann steht da so, hey Leute, was geht? Schön, dass ihr da seid. Gab's jetzt nicht. Ihr fragt euch vielleicht so, wow, warum gibt's das denn nicht? Das ist doch völlig crazy. Es gab's nicht, weil es stellt sich raus, diese Datei, diese Pause-Datei war, wie soll ich das formulieren? War auf der externen Festplatte und da läuft die Musik und so. Und ich bin ja gerade hier in meinem Kinderzimmer, wie ihr seht, meinem wunderschönen Kinderzimmer. Und es stellt sich raus, ich habe die Videodatei gar nicht auf meinem Laptop, deswegen geht es leider nicht. Aber ist ja nicht schlimm. Trotzdem sind wir hier und ich freue mich sehr, dass wir hier sind. Und ich freue mich sehr, dass wir jetzt diesen Wochenendstream gemeinsam verbringen können, dass wir gemeinsam ins Wochenende starten können mit einer mannigfaltigen Auswahl an Spielen. Ich sag's euch, wie es ist. Ich benutze das Wort mannigfaltig und ich werde mich nicht dafür entschuldigen, denn so ist es tatsächlich. Ihr seht ja bereits gerade auf dem Bildschirm vor mir, was ist da so, was wir da so parat haben, was wir da so im Angebot haben. Und es geht ab, Freunde, ne? Oh, jetzt habe ich hier was Schlechtes gemacht in meiner Chat-Anzeige. Ist nicht schlimm. Ich bin ja multitaskingfähig. Wenn man eines über mich weiß, dann, dass ich multitaskingfähig bin. Wir gucken uns heute eine Reihe von neuen Releases und Spielen und Demos und allem an. Und ich habe bereits ein paar Ideen, was ich auf jeden Fall spielen will, was wir auch auf jeden Fall spielen werden. Und dann gibt es vielleicht auch noch ein bisschen Zeit, dass wir einige der anderen Sachen ausprobieren können. Ich möchte euch einmal vorstellen, was wir hier heute so im Angebot haben. Zunächst einmal nochmal der Hinweis, wir werden gesponsert von Holy. Hier unten findet ihr alle Links. Tolle Sache. Zuckerlose Drinks, ganz, ganz toll. Und ey, übrigens, wenn ihr da fleißig bestellt, ne, es hat jetzt schon als Selbstzweck, absolut sinnvoll. Wenn ihr da fleißig bestellt, dann, übrigens, bei mir ruckelt es gerade. Ruckelt es bei euch auch? Ich hoffe, es ruckelt bei euch nicht so. Ich bin ja in der Heimat, was soll ich sagen? Da ist das Internet vielleicht nicht immer so wie gewünscht. Ah, ne, es liegt an meinem Laptop. Moment, so. Das Ruckeln sollte jetzt weggehen. Ich bin gemutet. Ich sollte nicht gemutet sein. Ihr solltet mich hören können. Es gibt einen Ausschlag. Ich konnte mich gerade hören. Jetzt sollte es eigentlich auch besser mit dem Ruckeln sein. Das war bei mir eine Einstellung beim Laptop. Guck mal, wenn ich so gucke, sieht das doch gut aus. Sagt mir gerne, ob es jetzt besser wurde. Genau, gemutet bin ich nicht. Dopsy! Was ist denn da los? Audio geht wieder. Jetzt behauptet Dopsy einfach, dass das Audio nicht ging und gibt nicht zu, dass es ein eigener Fehler war. So kennen wir sie, die Moderatoren. So kennen wir sie. Vielen Dank für die Info. Ich hoffe, jetzt geht wieder alles. Ich kann euch sagen, ihr werdet jetzt wahrscheinlich auch ein bisschen ein Rauschen im Hintergrund hören, weil ich musste den Performance-Saving, den Energy-Saving-Mode bei meinem Laptop ausmachen, sodass der richtig durchballern kann. Sonst merkt ihr das in der Performance hier. Was habe ich gesagt? Ich habe irgendwelche Dinge gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich war. Jedenfalls, hier haben wir eine Reihe von Spielen, die ich euch rausgesucht habe und die ich mir rausgesucht habe, an denen ich Interesse habe. Wir haben drei Spiele von, ich glaube, es war was Namco Bandai? Bandai Namco? Ich glaube, es war Bandai Namco, genau. Die gemacht wurden von Indie-Teams bei Bandai Namco, die Free-to-Play veröffentlicht wurden, wovon dieses hier auch ein bisschen Aufmerksamkeit online bekommen hat. Es gibt aber drei von ihnen. Es gibt das sensationell benannte Boomer Road, weil man hat einen Boomerang, mit dem man Straßen baut. Boomerang Roadcraft. Boomer Road? Ergibt Sinn. Dann haben wir Doronko Wanko? Wenko? Wanko? Man weiß es nicht. Man spielt einen kleinen Hund, mit dem man Dinge kaputt und dreckig macht. Und dann gibt es auch noch Not-to-lot, also alles großartige Namen. Not-to-lot, das ist auch irgendwo ein Wort, witzig nicht. Not-to-lot, irgendwo ist bestimmt ein Witz, ich nicht verstehe. Und diese beiden Spiele, Boomer Road und Not-to-lot, haben nicht so viele Aufmerksamkeit, bis gar keine Aufmerksamkeit bekommen. Während Doronko Wanko, sagt Dopsy, dann glaube ich dir das auch, relativ viel Aufmerksamkeit bekommen hat. So, Cookie Cutter habe ich eher so als Backup drin. Das ist jetzt schon vor einer Weile erschienen. Und habe ich einfach noch nicht drüber gesprochen, habe ich aber schon ein bisschen gespielt, ist aber eher so ein Backup. Wo ich ein großes, obwohl wir gehen mal hier in Reihenfolge. Maniac ist ein
GTA-like, indem man halt in der Stadt Verbrechen begeht und Leute abschießt und in der Stadt rumfährt und Leute platt macht. So ein bisschen, wie hieß denn das nochmal? Hatred, aber nicht das peinlichste Scheiße, den man je gesehen hat. Ist so meine, das, was ich so als Gefühl bekomme. Dann, hier wird's spannend, No Players Online. No Players Online war vor ein paar Jahren so eine 15-Minuten-Demo, wo man einfach auf einem fiktiven, leeren Online-Server gespielt hat. Sie haben quasi ein kleines Art-Game im Grunde gebaut, in dem man ein totes Spiel erkunden durfte. Und daraus haben sie jetzt, oder sind sie gerade dabei, ein komplettes Spiel zu machen mit so, ja, mit noch mehr Zeug halt drin. Und da gibt es eine Demo für dieses komplette Spiel. Und da habe ich Interesse, da reinzugucken. Pepper Grinder, Metroidvania von Devolver, ganz frisch erschienen. Oder ist das überhaupt, ich glaube, es ist gar kein Metroidvania. Ich glaube, es ist einfach ein 2D-Action-Plattformer, kein Metroidvania. Sehen wir dann. Wo wir auf jeden Fall reingucken werden, womit wir vielleicht auch beginnen werden, das weiß ich noch nicht genau, ist Player Non Player. Das ist gerade gestern erschienen. Weil ich glaube, hier, hat zwei User-Reviews. Das ist ein Spiel, über das ich, glaube ich, kurz berichtet habe letztes Jahr. Das war nämlich auf der Amaze und hat sogar den ersten Preis, könnte man so sagen. Es gibt nicht wirklich den ersten Preis, aber hat irgendwie den Preis für Most Awesome Game auf der Amaze gewonnen. Ist so ein Art-Game, ist aber auch so ein Open-World-Game und ist sehr faszinierend. Explore a strange island and meet four enigmatic characters. Interact with them, tame them and uncover their dreams. Can you help these characters so they can finally rest in peace? Und ihr seht ja, was hier passiert. Hat ein Musikvideo von Agar Agar als Prequel. Das ist so eine französische Band, die ich dadurch entdeckt habe, die ich super toll finde. Und das ist wirklich ein super Spiel, beziehungsweise ist ein super interessantes Spiel. Und zuletzt haben wir dann auch noch ein Spiel, was am Anfang des Jahres erschienen ist, nämlich Portal Revolution, eine Complete Conversion Mod von Portal 2, die es tatsächlich auch in den Steam Store als eigenständiges Produkt geschafft hat, ebenfalls Free-to-Play, die richtig, richtig gut ankam. Und das sind so unsere Optionen für heute und ich finde, die sehen alle ziemlich cool aus und ich finde es eigentlich am spannendsten. Mir fällt auch gerade auf, dass ich keinen Titel gesetzt habe. Das hat Dopsy schon gemacht. Dopsy, Küsschen, Küsschen, Küsschen gehen raus. Ich würde vorschlagen, und bitte schreit laut und sagt, was für ein dummer Idiot ich bin, wenn ihr nicht zustimmt. Aber ich würde am liebsten mit Player und Player beginnen, weil da ich wirklich, also das kann was sein, Leute. Das ist was Wildes. Und das seht ihr nirgendwo anders, glaube ich. Oder wenige Leute sind so wagemutig, dass sie diese Spiele zeigen. Während ihr das euch kurz überlegt, ob ihr dem zustimmt, vielen Dank Chaotrax übrigens für die 22 Monate. Du bist, glaube ich, mein Lieblingsabonnent, der seit 22 Monaten abonniert. Unter den 22-monatigen Abonnenten bist du mir einer der Liebsten. Ich war bis gerade spontan auf einer Hochzeit. Das war wild. Sehr gerne, Lizzie, sehr gerne. Ich wurde gestern Abend spontan auf eine Hochzeit für heute Morgen eingeladen. Und habe da viele Leute wieder getroffen, die ich so teilweise seit knapp 10 Jahren nicht mehr gesehen habe. Gute Freunde von damals. Und das war sehr erfüllend, das war sehr schön. Hat mir jetzt sehr, sehr viel Freude bereitet. Und jetzt bin ich wieder hier. Und ich bin sehr müde, sehr viel soziale Interaktion gehabt. Aber es war eine sehr gemütliche Hochzeit. Und es waren sehr tolle Leute. Und es war wunderbar. Ja. So, jetzt bitte alle mit 22 Uhr. Ja, wirklich. Hallo, Zifoseki, guten Tag. Gut, wir haben kein großes Nein gehört. Bitte nicht erschrecken, falls jetzt der Sound noch nicht so ganz gut abgemischt werden sollte. Da kriegen wir alles zusammen hin. Ich muss auch sowieso erstmal jetzt hier umstellen, dass ihr auch das Spiel seht. Jetzt seht ihr erstmal schwarz. Nicht erschrecken, das muss so. Alles ist gut. Alles ist gut, Leute. Beruhigt euch doch. So, jetzt muss ich noch das Spiel auswählen. Habe ich denn überhaupt? Habe ich hier Spiel hier in der Liste? Ich sehe es nämlich gerade nicht. Dann muss ich doch eine Monitor-Capture machen. Hier haben wir es. Player und Player. Tada! Da haben wir es doch. Ich rede mal ein bisschen vor mich hin. Und ihr sagt mir mal, wie der Sound so ist. Bei mir ist er gerade sehr laut. Ich muss ihn deswegen leiser machen. Hat das keine... In-game? Okay. That's too bad. Moment.
So, ich habe den Sound für mich jetzt leiser gemacht, für euch ist er auch leiser geworden, aber ich stelle ihn gerade noch ein. So, ihr müsst mir mal sagen, wie es ist, wenn es auf dieser Lautstärke bleibt mit der Musik und wie es dann für euch klingt, sagt mir da gerne mal Bescheid. Ihr seht hier bereits ein französisches Spiel, wie man es kennt, wie man sich erwartet bei dieser Prämisse und wenn es um Art Games geht. Und wir haben hier Look Sensitivity und Caress Sensitivity. Ist ein Spiel, was sich auch sehr offen als Queer Game bezeichnet und das ist halt sehr um die Überwindung von Verlust und der Liebe und verlorene Liebe und all die wichtigen Themen im Leben geht. Und wie gesagt, ich weiß schon so ein bisschen, wie es sich spielt und worum es geht. Und jetzt werdet auch ihr rausfinden, wie es ist. Es wirkt auf mich immer noch relativ laut, aber ich kann es gleich einfach updaten, falls es zu laut ist. Oh, 17 Monate aber, Lexikon. Dankeschön. So, wir erstellen jetzt natürlich unseren Charakter. Wir können unsere Halsdicke... Ich kann, glaube ich, mich noch nicht bewegen. Ne? Ich kann nicht die Kamera einstellen. Ich baue mal mich selbst. Also, ich habe einen... Ich habe nicht so einen richtig dicken Hals. Nee, Schultern habe ich... Obwohl, das... Ich würde mich... Also, wenn ich in den Spiegel gucke, sehe ich das. Aber ich glaube, die Wahrheit ist eher so das hier. Breite Schultern. Auch da muss ich ein bisschen zwischen dem Spiegelbild und meinem wahren Look... ja, ihr wisst, glaube ich, alle, worauf es hinausläuft, nicht wahr? Dünne Ärmchen. Ja, also ich habe schon Männerbrüste, nicht ganz so. Ich würde sagen, hier finden wir uns wieder. Ja, also ich glaube, also ich kann diese Körperform durchaus imitieren, aber ich glaube, hier finden wir uns eher wieder. So, und jetzt kommen wir natürlich langsam an. Also ich habe keinen großen Gut, den würde ich so sagen. Wir nähern uns aber dem Schenkel, Leute. Wir nähern uns dem Schenkel. Und ihr wisst, oh, so, jetzt, now we're talking. So, ja, das kommt hin. Das ist, also, ich lasse es in der Mitte. Ich möchte es nicht weder auf die eine noch auf die andere Art und Weise für Gerüchte sorgen. Hier können wir natürlich ehrlich sein. Das ist natürlich Quatsch, denn ich kann, selbst wenn ich es so weit nach rechts ziehe, wie es geht, schaffe ich nicht, dass die Schenkel sich berühren. Und alle Leute, alle Schenkelmenschen im Chat können mal mit mir gerade bitte kurz mal erwähnen, was für ein Schwachsinn das ist. Auch Fanatic, vielen, vielen Dank. Das freut mich sehr, das Kompliment. Mir hat der Podcast mit André Peschke auch sehr, sehr viel Freude bereitet. Könnt ihr natürlich überall könnt ihr es hören. Ihr könnt es hören, ist einfach da. Ich habe extrem große Füße. Ne, ist nicht wahr, ich habe mittelgroße Füße. Ich glaube, also näher als dem kommen wir dem nicht mehr. Ich sehe, Lucy ist im Chat. Lucy, wir behalten mal die Höhle des Schweigens. Wir müssen ein bisschen Geheimnis noch bewahren, auf welchem Ende dieser Skala ich mich befinde, deswegen befinden wir uns hier in der Mitte wieder. Aber der Rest des Körpers, was sagst du? Füße zu groß. Du! Ah, das ist ein Meme bei uns. Das versteht ihr nicht. Das ist ein Gag nur für Lucy und mich. Ist ein Gag nur für Lucy, wenn wir ehrlich sind. Du! Ah ja, also, dann mache ich die Füße ein bisschen kleiner. So, also ich finde, ich sehe mich hier. Ich fühle mich. Let's go. Ah, das spielen wir schon. Und habe ich direkt ein Achievement bekommen. Wie schön. 5 €, wenn das Geheimnis gelüftet wird. Also, wie gesagt, wir können uns da vielleicht irgendwann mal auf OnlyFans wiederfinden, aber 5 € werden dann nicht reichen. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Das sind, also erstmal ein sehr schöner, sehr smoother Übergang. Ist das gerade sicherlich auch aufgefallen? Kann ich das Spiel mit dem Controller... Das wird keinen Controller-Support haben, oder? Weil dann könnte ich ein bisschen... Wow! Ich sehe schon, dass die Sensitivity da nicht perfekt ist. Mach sie mal runter. So. Weil so könnt ihr ein bisschen smoother diese Kamerabewegungen sehen. Ich glaube, es ist ein bisschen angenehmer für euch, wenn ich hier mitspiele. So, dann ducken wir uns mal. Jump mit oben. Das ist Adopsy. Du auch. Das kann ich nur zurückgeben, das Kompliment.
Caress. Also Caress ist im Grunde, also ist streicheln, betatschen, fühlen, anfassen, das ist, was Caress bedeutet. Also da halten wir die L2-Taste. Moment. Oh boy. Oh, ja, so. Also falls ihr noch nie caressed habt in real life, so ungefähr, sieht man die Schenkel. Oh ja, oh, man sieht sogar seinen kleinen Lümmel. Ja, also nee, also ich sag euch jetzt mal, allein auf die Schenkel bezogen, das ist nicht das, was ich sehe, wenn ich runtergucke. Das muss ich schon sagen. Dieses Spiel heißt Player Non-Player. Ich kann das auch gerne mal, Dopsy, du kannst gerne mal checken, ob du es vielleicht... Oh, jetzt ist hier irgendwas passiert. Oh, der Controller ist leer. Das ist ja großartig. Dopsy, könntest du vielleicht einmal checken, ob man das in den Titel reinpacken kann? Also in das gespielte Spiel? Du weißt, was ich meine. In die Kategorie. Mal kurz den Controller anstecken. Weil manchmal glaubt man ja... So, jetzt habe ich den Controller erst 4 Minuten benutzt. Der sollte ja noch voll sein. Und dann fällt einem ein, dass es ein PS5-Controller ist. Und dass man nichts für einfach voll nehmen kann. So, funktionierst du jetzt? Danke, Dopsy. Du bist nicht nur ein smoother und schöner Mann, du bist auch ein wahnsinnig effizienter Mann und ein guter. So, was haben wir hier noch? Pause-Menü, das ist klar. Und Move Slow. Ah, guck mal. Ich mag sehr dieses Patschgeräusch. Hört ihr das? Ist der Sound laut genug, dass ihr das Patschgeräusch hört? Hört ihr es? Fnatic, 30 Monate, vielen Dank. So, wir streicheln mal ein bisschen die Kugel. Holy moly. Ihr habt nichts gehört, man hört es nicht. Da werde ich es... Moment. Ich mach's mal lauter. So, hört ihr es nun? Könnt ihr es hören? Ich finde, also da müssen wir jetzt drauf bestehen. Wenn ihr das nicht hören könnt, dann ist, glaube ich, das sinnlos, dieses Spiel weiterzuspielen. 78, Baba Boy! Boah, jetzt geht's ja richtig hier los. Ihr hört? Ist schon ganz geil, oder? Klingt schon sehr so, als ob so ein kleiner... schon gut. Man muss ja... Es ist Selbstzensur. Ich sag's mir, es ist die Woke Culture... erlaubt es mir nicht, diese Sätze zu Ende zu führen. So, grab. Wir caressen den Cube und dann schnappen wir ihn uns. Wow, wow, warum geht die Kamera da nach oben? Okay, nochmal. Jetzt hab ich ihn. Ich hab's. Drop. Oh, es hat nicht geklappt. Hä? Trickery! Drop. Ah, oh, na, guck. Es kann natürlich sein, dass das gleich laut wird, wenn da tatsächlich Sound passiert. Dann müsst ihr sagen, Achtung, Achtung, ich kann nicht mehr hören, dann mache ich es ein bisschen leiser. Ja, also, Lexikon, man meint, das wären die Oberschenkel, ne? Bei mir klingt das so. Wenn ich laufe, also ich kann auch Schuhe anhaben und so hört sich das bei mir an, einfach weil meine Schenkel so... Wenn ihr das so hört, wenn ihr durch die Seitenstraße lauft und ihr hört dieses Geräusch im Hintergrund, dann ist das ein dickschenkliger Mann hinter euch. Ich finde, das sollte normalisiert werden. Und ich finde jetzt schon schade, dass dieses Spiel das nicht normalisiert. Let's go! Gott, ich liebe Indie-Games. Allein das hier schon. Ich liebe es. Let's go. Guten Tag. Hallo. Ich habe dich hier noch nie gesehen. Alles klar. Du siehst... Okay. Aus. Mein Name ist Odile. Nice to meet you. Hier, take this. Nimm das, ein Willkommensgeschenk. Oh, ein Star Wars Raumschiffmodell. Es ist ein Hoverboard.
Dope, was ein gutes Willkommensgeschenk. Ich freue mich super, dass ihr da bist. Alle hier waren total nephrotic for a long, long time. Ich weiß nicht, was nephrotic heißt. Maybe you can help. Vielleicht kannst du uns helfen. Wir brauchen wirklich mehr Freunde. Naja, wir sind 3 Leute und ein Hund und wir leben in meiner Villa. Perfect. Also wenn du uns treffen willst, dann komm mir mal hinterher, weil ich gehe wieder zurück zur Villa. 3 Leute, eine Villa und ein Hund? Warum braucht ihr mich? Ist doch schon das perfekte Leben. Wo bin ich hergekommen? Da oben. Kurze Erklärung, bevor sie weiter wegrennt. Ich habe ja erwähnt, dass es ein Intro, ein Prolog hierzu gibt. Und dieser Prolog ist, ich weiß nicht mehr, Es steht im Steam Store. Ich habe vergessen, wie es heißt. Es ist ein neuer Release von der französischen Band Agar Agar, die auch, also A-G-A-R, Leerzeichen A-G-A-R. Und die hat das Musikvideo mit dieser Spielegrafik. Und im Grunde hast du da einfach einen Charakter, der auf einer Insel oben schwebt in der Videospielwelt, aber alleine. Und immer wenn er sich von der Welt stürzt, um unten zu den anderen zu kommen, ich glaube, das sind andere, stirbt er halt und respawnt wieder oben auf der Insel. Und das ist die Story. Und davon ist das ein Sequel. Trouble war es, Knurrunculus. Vielen Dank. Ah, und das war kein F, das war ein U. Das ergibt Sinn. So, Hoverboard. Yeah, let's go! Holy shit! Das ist sogar animiert, dass sie wirklich auf dem Hoverboard steht. Kann ich dich caressen? Nee, ich warte erstmal, bis sie stehen bleibt. Also, hier ist doch schon die Villa. Wo rennst denn du hin? Ach, du zeigst mir, was der Orb ist. Hallo. Oh, guck mal, das mag sie sogar. Ihre Social-Link-Leiste hat sich gefüllt. So, und wie gefällt dir meine Villa? Ich fange jetzt langsam mein Gebetsritual an. Muss ich machen, seit meine Eltern gestorben sind. In Erinnerung an ihn. Mach doch mit. Scharfes F. Befreunde dich mit allen Leuten in der Villa an und hilf den Figuren, ihre Probleme zu lösen. Du kannst das tracken über den Love Score, eben diese Leiste. Du kannst interagieren mit ihnen, indem du sie caressst oder grabst. Das setzt ja, also da muss ich für alle 11-Jährigen im Chat, wir haben ja eine Umfrage gemacht unter unseren SupporterInnen und das Ergebnis war, dass 80% unserer SupporterInnen unter 12 sind und deswegen eine kurze Warnung, nicht im echten Leben einfach caressen oder grabben. Das nur eine Bitte an euch. Anyway, I will grab her. Get grabbed. Warte, komm her. Oh Jesus! Ich dachte, wir machen jetzt dein Gebetsritual. Ach, weißt du, ich bete, weil meine Eltern religiös waren. Ich bin's aber nicht. Ich mach's nur für sie. Was ich wirklich mag, ist Chaos und Zerstörung. So, caressen wir das einfach ein bisschen. Manchmal möchte ich einfach die komplette Villa kaputt machen. Weil sie ist so ein Burden. Kannst du mal... Also... Wenn ihr mal kurz... Oh, jetzt, ich sehe, meine Kamera ruckelt gerade wieder. Diesmal weiß ich, jetzt geht's wieder. Ja. Ich habe... Diese Frau, mit der ich mich ja anfreunden muss im Spielziel, erinnert mich an einen Spiegelartikel von einer Frau, eine Kolumne, deren Sinn im Kern war... Ich habe ein Ferienhaus geerbt von meinen Eltern und das ist auch nicht einfach für mich. Und das war einfach so ein Artikel, der aufgelistet hat, dass es ja auch manchmal, also wie nervig das manchmal ist, ein Ferienhaus am See zu besitzen, das man einfach ungefragt geerbt hat. Kennt Fanatic, ne? Das ist irgendwie vor 2 Jahren oder gewesen oder so. Und seltenst habe ich so einen, also... Nee, eine rationale Wut. Das ist eine sehr rationale Wut, wie ich finde, auf eine Person empfunden, gespürt, die ich noch nie gesehen habe. Und alles, was ich über diese Person weiß, ist, ich mag Zerstörung, ich habe eine Villa von meinen Eltern, nee, ich wohne in dieser Villa, aber die ist super the burden, die will ich kaputt machen.
Und dobs jetzt sofort die Kolumne zur Hand. Genossen sind sofort am Start. Hier ist die Reiche, die ein Ferienhaus geerbt hat und die es nicht mochte. Genossen, macht sie fertig. Good job, Dobsy. So, darf ich jetzt dein Orb caressen? Ich bete normalerweise in front of these totems. Probier mal sie anzufassen, während ich bete. Du wirst dann gesegnet. Ja, ich fasse jetzt einfach an, während du weg bist. Ach, jetzt geht's nicht mehr, weil du jetzt weg bist. Goddammit. Okay, ich muss sie anfassen, während sie davor steht. Dann machen wir das jetzt, während sie da steht. Egal, ob sie regelt oder nicht. Oh, die ist in seiner Paywall. Das war die vorher nicht. Es gibt aber Websites, die euch das entfernen. Pray for the Apocalypse. Haha. Ja, ey, die ist doch. Weißt du, an wen sie mich... Oh. Leute, ich hab grad Meinungen. Ich hab gerade den Text dieses neuen Antilopen-Gang-Songs gelesen und ich war in der Vergangenheit Antilopen-Gang-Fan durchaus und oh boy, und ich fühle mich gerade in diesen Diskurs geworfen durch diese Frau. So, wir caressen jetzt mal diesen Orb hier. Ihr könnt ja ein bisschen selbst mitlesen, was sie sagt. Oh! Unglaublich. Hast du es gesehen? Wow. Ja, sorry, ich habe deinen Bet-Orb kaputt gemacht. Oh, das hat sie aber geliebt. Ach, weil sie liebt ja Chaos und Zerstörung, ne? Ja, lustig, dass du das sagst, Lucy. Das ist nämlich genau das Problem. Wenn ich zu Hause in Berlin Meinungen hege, dann gehe ich damit erstmal zu Lucy und sag halt, Lucy, ich habe folgende Meinung. Und Lucy tätschelt mir so ein bisschen auf den Kopf und sagt, ja, alles ist gut. Und ich sag so, okay. Und ich habe gerade diese Person nicht, in die ich einfach alles so die Meinung entgegenkotzen kann. Und die das absorbiert in ihrer vollen Liebe. Und deswegen sprudelt es aus mir hier raus. Und Und dann haben die Ärzte am gleichen Tag auch noch einen Song veröffentlicht mit einem KI-generierten Video und... Ich muss ein paar Orbs caressen, Freunde. Ja, ach, aber sie mag es hier zu leben. Aber es kommen halt Leute von nowhere. Ich will dir ja eigentlich auch hören, was sie sagt. Aber ich caress einfach dein Orb, Lady. Hallo, Tom-Mädchen. Nee, Aaron, so ist es nicht. Ich hole mir keine Erlaubnis, die Meinung zu haben. Ich lebe... Was? Was macht das Geräusch? Wo ist die Frau hin? Hab nur einen Katalysator, die mir das so absorbiert, damit ich nicht alles ins Internet... Hier bist du. Okay. Damit ich nicht alles ins Internet hinausschreie. Euch ist vielleicht aufgefallen, dass seit gut 4 bis 4,5 Jahren mein Twitter-Account wesentlich... Oh, hier bin ich! Wow! So, sie liebt mich. Mein Twitter-Account stiller wurde. Das hat damit zu tun. Ich habe einen anderen. Meine Freundin ist jetzt mein Twitter-Account. sie vertraut mir jetzt, weil ich die Villa kaputt gemacht habe für sie. Jetzt zeigt sie mir ein schlimmes Geheimnis, das im Keller versteckt wird. Wir gehen jetzt dahin, um zu beten. Ja, ich sehe, mein Laptop hat hier gerade ein bisschen Probleme. Ich weiß ehrlich gesagt nicht ganz, woran es liegt. Ich kann ja mal ein bisschen die Grafik runterstellen. Weil ganz ehrlich, das Spiel braucht jetzt nicht die krasseste Grafik der Welt. So, wie ist es jetzt? Immer noch nicht gut. Es ist halt nicht das Internet. Das Internet streamt und ballert. Es ist wieder das Recording. Wartet mal. Ich mach mal das Recording aus. Nein, es wird wieder das Recording sein. Ich mache jetzt das Recording aus. So. Er stoppt das Recording. Es dauert ein bisschen. Seht ihr?
Jetzt hat er sich. Hatten wir ja letztes Mal auch im Büro. Dann stelle ich die Grafik wieder hoch. Ich glaube nämlich, daran hat es einfach gelegen. So, seht ihr? Bei mir sieht es jetzt wieder gut aus. Ich sollte bei euch eigentlich auch wieder gut aussehen. Sag gerne mal, ob dem so ist. Sie hat einen Song wieder auf Unreality, auf Uncanny, It Can't Be Real. Ich bin ein super guter Zuhörer, das stimmt. Das ist, weil ich nicht reden kann. Das Gegenteil vom echten Robin. Gute Schuhe. Oh, die hat die gleichen Buffalos an, die ich auch anhatte in der vierten Klasse. Warte mal. Ach, du rennst mir einfach hinterher, oder? Ja, wir wollen doch ins Basement. Warum rennen wir denn da? Die rennt mir hinterher, aber vor mir. Deswegen waren wir gerade in einem Ich-renne-dir-hinterher-Loop. Ja, die Villa gehört ja schon immer zu deiner Familie. Ich weiß, du bist neureich. Ich hab's verstanden. So, wo ist denn euer Keller? Sie wünschte, sie würde ihren Vater ein letztes Mal sehen können. Sie hat eben nie gesagt, dass sie ihn liebt. Ich caress mal kurz den Orb hier, ja? A guy called Freud came here and told me that. Fuck, Sigmund Freud has entered the chat, Leute. Meine Mama. We had a very conflictual relationship. Alter, too advanced this word game here. Und die Mama hat sie sehr geliebt. Sie würde sich nur wünschen, sie könnte sie ein letztes Mal umarmen. Ja, also vielleicht kann ich dir dabei helfen, wenn du mir mal... Aha. Fam, we did it. Und sie will auch ihren Papa das letzte Mal sehen. Das wissen wir ja schon. Hier ist ziemlich dunkel, aber nicht wundern, das bei mir auch. Okay, jetzt wiederholt sie sich einfach, dann lass mal den Orb hier caressen. Damit sie sich nicht wiederholen muss. Ich glaube, es gibt keinen Gott oder so. Wenn es einen Gott gibt, dann ist er genauso verloren wie wir oder genauso verwirrt wie wir. Oh, Miss Cleo, wie schön! Ich hoffe, du hast ganz viel Spaß. Und es ist ganz entspannt. This could be us, you guys. So, sagte sie will umarmt werden. Habe ich nicht realisiert. I'm just a guy. So, hier sind Mom und Dad. Hell yeah. Ich liebe Videospiele. Geht ein Agar-Agar-Musikvideo los, oder was? Oh, sind wir in einem Womb? Was sehen wir jetzt? Oh, oh! No. Wir sind nicht in einem Womb, aber wir sind in einem Ragdoll. Oh! Hm? Da! Eine Person. Rest in Peace, Odile. Oh, das war's schon. Wir haben Odile... Zu glücklich gemacht. Kann ich dich mitnehmen? Nein, ich kann sie leider nicht mitnehmen. Aber ich kann sie ein bisschen caressen. Good Sky. Good Sky. You too. Good job. Good job. Wisst ihr noch in Lost, als sie zwei sich umarmende Skelette gefunden haben? I remember. Ja, naja, Lucy. Du weißt, ich würde niemals... auf die Doofheit anderer schließen. Das ist immer eher die Doofheit von mir. Oh! Doggy. Hi! Oh, du hast einen Schatz. Oh, er spricht in Emojis! I love him!
Lucy is just like you. Nee, just like me meine ich. Ich rede auch immer in Emojis. Lucy benutzt keine Emojis. Lucy ist viel zu cool für Emojis. Ich nicht. Ich bin ein Emoji-Boy. Ich bin ein über 30-jähriger Mann. Ich benutze Emojis sehr frei und viel. Mindestens zwei hintereinander. Du willst, dass ich den Boden streichle? Ja? Das ist incredible. Ah, ich bin gerade... Er bringt mich zum Schatz. Das ist incredible. Where is it? Ja, wenn du immer nur gleiche sagst, hilft mir das nicht. Achso, hier leuchtet es ja sogar. Oh, ich bin so excited. Das ist incredible. Oh. Ich erinnere mich nicht, wie meine Eltern gestorben sind. Das ist hier ja schon wieder. Und ich möchte es auch nicht. Akzeptanz. Ja, Grief, ne, endet normalerweise in Akzeptanz. Aber ein Elternteil zu verlieren, wirkt so unreal. Es hat ein französisches Spiel auf Französisch geschrieben, das nachträglich auf Englisch übersetzt wurde. Das ist halt der Fehler. Now and forever they became me and I have to carry that burden deep inside of me. Bis sie mich besuchen kommen. Ein letztes Mal. Good Dog! Du hast ein fucking Flashback gefunden und der Dog liebt es. Das ist echt ein sehr schöner Himmel. Hallo! Darf ich dich kurz auch mal petten? Hey! Ich kann ihn gar nicht petten, er ist so fucking high-eye. Hier. Get pot. Get petted! Oh nein! Oh, das hasse ich, wenn das passiert. Wenn man einen Hund so gut pettet, dass er einfach verschwindet vor Glück. Scheiße. Ja, dann reden wir doch mal. Also, ich finde, das sieht eher sehr hübsch aus. Ich mag es sehr. Dann reden wir doch mal mit dem Typen, der hier im Swimmingpool sitzt. Oh, mein Beileid dazu, Fnatic. Ich glaube, da ist dieses Spiel sehr passend zu und vielleicht auch für dich dann gerade nicht das Richtige oder sehr das Richtige. Das kannst du dann nur selbst sagen. Hey. Was? Warum guckst du mich so still an? Willst du mich berühren? I guess. Well, das würde ich mögen. Wenn du es auch willst, hau rein. Ja, let's go. Ich liebe Massagen. Oh ja, pass auf. Die kann ich gut. Ich kann mich sogar ducken. Let's go. Oh. Oh, he loves it! Oh. Oh. Oh nein, er ist gelangweilt. Warte. Oh, he hates it. Do something to me. Anything. It hurts. I like it. We got him. Ladies and gentlemen. You know what's up. Ein Coin. Wie kommen wir denn zum... Oh. So kommen wir dahin. Oh, he loves it. Oh, I killed him! I killed him! Oh no!
Das hätte ich nicht erwartet, dass man die umbringen kann. Ups. Das muss keiner merken. Das muss keiner merken. Alles gut. Alles gut. Alles gut. He's just chilling. He's just chilling. Calm down, everyone. Everyone, calm down. Kannst du mal aufhören, dich in die Föt... Das ist nicht überzeugend dann, dass du entspannst, wenn du dich in diese Fötushaltung immer... Wenn die sterben, gehen die in diese Haltung automatisch? Ja, He's a bit eepy. It's fine. Sorry. Ups. Ja, Knurrunculus, was daran wirkt denn, dass es hier diese Konsequenzen geben können? Er sagt, er liebt es. Er sagt, er macht weiter. Ja, voll Fnatic. Ich hoffe, dieser Stream gibt dir ein bisschen Ablenkung, ein bisschen Beruhigung, auch wenn dieses Thema jetzt hier natürlich angesprochen wird. Ich hoffe, du kannst trotzdem ein bisschen rausziehen. Würde mich zumindest erfreuen. Nun dies. Das Schwert ist das Licht, um die Dunkelheit zu erhellen. Am Ende alles, was zählt, Kraft, Power, Macht. Es kommt darauf an, wie du das Herz der Person füllst, die reckless ist. Ich habe es nicht richtig gelesen. Stand das da? Warum spielen wir... Also... Ich kenne das ja, ne? Ich glaube, das kennen wir alle, Leute. Ich glaube, wir alle kennen das, dass man auf Steam ist und sich halt denkt so, ja, guck mal, hier ist so ein Spiel, von dem ich noch nie gehört habe. Das kostet irgendwie 8 Euro oder 15 Euro. Aber ach, will ich das Geld dafür ausgeben? Ich könnte ja auch Spider-Man 2 oder Last of Us oder Halo spielen. Und warum spielen wir Halo, wenn wir das hier stattdessen spielen können, Leute? Es ist für mich so offensichtlich besser als normal... Like, okay, wir haben ja einen Test, nennen wir... Oh! Hey man, what up? Hey, you. Ja, du. Du hast mich umgebracht. Aber... Ich glaube, ich mochte das ein bisschen. Crazy, huh? Ja, es hat wehgetan. But I really like the way this camera just filmed me. So beautiful. And then being teleported back here was just like a roller coaster. Amazing! Also danke, I guess. Ja, also. Ich habe super Nachrichten, Schatz. Warte mal. Oh. Ich bin bekannt als der Schwimmer. Good boy. Good boy. I'm about to scream. Holy shit, I love this. Anyway. Was ein cutes fucking scream. Damn it. Oh nein, wo ist es hin? Well, fuck.
Ja, ich habe dir einfach für immer diese Boombox gestartet. Ich hoffe, es ist okay. So, wir können das jetzt ja nochmal probieren. Ich gucke gerade Shogun, wie sehr viele kennen so, und habe da unglaublich viel Freude dran. Und ich habe auch die ersten drei Folgen von Monarch, der Godzilla Monsterverse-Serie, und geguckt. Und die ist ebenfalls sehr, sehr gut. Viel, viel besser als die Monsterverse-Filme seit Skull Island. Oh well, it hurts. He loves it. Ja, scheiße. Ich hätte will aber mein Schwert wieder haben. Wanna hang out? Ja, auf jeden Fall. Nah, just kidding. Like, there's nothing to do around here. Sure there is. Alter, ich hab die richtig geile Idee. Komm mit. Oh, Jesus. Entschuldigung. Oh, oh. Oh, jeez. Oh, jeez. Was? Du guckst Pui Pui Molka ohne mich, Lucy? Ja, gut. Mach halt Schluss mit mir im Stream. Holy fuck. What the fuck? Holy fuck. Anyway. Have fun. Oh, er lebt noch. No, he doesn't. No, nee, ich glaube nicht. Ich komme hinterher. Gucken, was mit mir passiert. Oh, fine. How are you? Quite dead. Oh, was denn hier? Ein Stück Gras. You can surf and go faster on the sea with your hoverboards? Ich dachte, ich... Was? Wie geil. Ah, okay. Ja, okay, Lucy. Das gönne ich dir. Das gönne ich dir als Aufmunterer. Das ist verdient. Ja, Pui Pui Molka, Knorunculus. Ich würde es ja... Also, ist ehrlich gesagt ein bisschen unangenehm, dass du das zugibst, dass du das nie gesehen hast. Ach so, ja. Ich habe auch die erste Hälfte der ersten Folge von Three Body Problem geguckt, aber dann ist auch Netflix ausgelaufen und ich habe die Bücher gelesen und ich fand die erste Hälfte der ersten Folge schon nicht so toll. Die Bücher liebe ich. Also, habe meine Kritik, aber gerade das zweite und dritte Buch finde ich absolut sensationell. Ja, was mache ich denn jetzt hier? Habe ich hier irgendwie... How to play. Was ist davon, du das? Ja, es gibt natürlich keinen Teleport oder so. Lucy und ich haben letztes Jahr die Halo-Serie geguckt. Und ich freue mich sehr, dass das dir Spaß macht. Muss sagen, wir beide fanden sie ganz, ganz, ganz furchtbar. Es hat ein bisschen Spaß gemacht, weil Lucy sich so über mich lustig machen konnte damit. Aber ich fand die Serie der ersten Staffel schon sehr schlimm. Und habe die zweite deswegen auch nicht gesehen. Aber ich glaube, es reicht doch eigentlich für den ersten Blick langsam, oder? Auf Player non Player. Ich finde, sowas ist super unterstützenswert. Das ist ein richtiges Spiel, in dem eine einzelne Person... so richtig Herz reingesteckt hat und Herzblut und was wirklich so eine einzelne Vision von einer einzelnen Person ist. Und ich hatte einen ganz tollen Soundtrack. Sieht, finde ich, auch echt schick aus. Hat aber auch so interessante Spielmechaniken. Ja, also jetzt mal ganz ganz lame, so rein auf seine Spielmechaniken bezogen angeguckt, ist es auch spannend. Weil die Interaktion... Oh, die Interaktionsmöglichkeiten mich jetzt halt echt überrascht haben schon. Oh, ich kann ja viel höher springen, als ich gedacht hätte. Oh. Oh, wow. Deswegen finde ich sehr unterstützenswert. Und ich würde sagen, fürs Erste reicht es auch als Blick auf das Spiel. Leftovers haben wir geguckt, Lucy. Habe ich, glaube ich, auch ein bisschen
in einem Podcast schon drüber geredet. Das war sehr cool. Oh, muss mal, das war mein WhatsApp-Sound, falls ihr den gerade gehört habt. Ich mach mal kurz WhatsApp zu. Bevor ihr hier meine geheimen Nachrichten seht. Zack. Und wir schauen mal. Wir können, also mein Vorschlag wäre ja, dass wir mal in was sehr anderes jetzt reingucken. Und zwar Doronko Wanko. Und mir mal ein bisschen gucken, was dieser lustige Hund für lustige Sachen anstellt. Nicht wahr? Ich finde, das klingt gut. Hell yeah, Knurrunculus. Also hier ist wirklich jeder Sale, es lohnt sich. Und da würde ich auch sagen, so falls ihr euch sowas wie Player und Player holt, lasst mal ein Steam-Review da. Das hilft da wirklich bei so super nischigen kleinen Titeln. So, geht das hier auch mit Controller? Jawohl. Oh, das habe ich nicht gewusst. Lucy! Lucy, hilf! Lucy! Sag mal, was hier steht. Hier ist ein süßer Hund. Das kann ich sehen. Es ist Rakete, stimmt. Das steht nicht. Wann? Das sagt die Musik. Hier oben ist New Game, okay. Was steht hier? Verlassen wahrscheinlich. Ich bin sehr an diesen unteren drei interessiert. Vierte von... Kannst dich einfach vierte von oben ohne... ohne Erklärung sagen, Kugelblitz. Ich weiß nicht, was du meinst, vierte von oben. I need help. I'm 12 and I... What is this? Es ist WhatsApp immer noch an. Okay, einen Moment mal kurz. Ihr seht es gerade zum Glück nicht, aber... Warum? Ich hab's doch zugemacht. Ist hier? Ist dies WhatsApp? Nein. Ja, vielleicht bekommt ihr gerade ab und zu WhatsApp-Sound. Sorry. Das Options. Ah. So, das wird wahrscheinlich Vollbild heißen. Ja, und den Rest lassen wir einfach mal so. New Game. Pom Deli. Bringt uns ein Haus vorbei. Ja, it's just like me. Neues Haus! Eine Woche später. Party. Ach, da hätte ich auch die Sprache ändern können? Oh, das habe ich zu spät gesehen, Lucy. Sorry. Vielleicht kann ich gleich nochmal gucken. Ich hasse Feste. Wir haben nicht genug Essen für Feste. Okay, wir fahren Essen holen. I guess. Tschüss. I'm EP. She is EP. Meanwhile, Doge. Fucking Buff. He loves it. Ah, danke, Obus. Aber schon den zweiten Monat. Vielen, vielen Dank. Okay, R2 ist shaken. Oh, look at this. L2 ist hinwerfen. Ja, das finde ich jetzt gleich alles raus. Man weiß es nicht. So. So, vielleicht kann ich hier noch... Ist hier irgendwo Sprachoption? War hier irgendwo eine Sprachoption? Das hier? Ah! Danke, Lucy. Vielen Dank. So. Did it well. He did something well. Look at this. Yeah, let's shake. Yeah, let's go.
So, muss ich mich kurz wieder dreckig machen? Das ist halt Splatoon! So, ich kann natürlich springen. Ich kann... Oh! Ich kann den Kreis springen. Okay, der Kreis, die Kreistaste ist einfach mach was Süßes Taste. Guck mal, da schläft sie. Interact. Nein, ich will ja gar nicht, dass du sauber machst. Mach, da, hör, mach die aus. Geh aus, geh aus. Oh, ich hab das Schlamm reingemacht. Let's go. Holy shit. Kann ich das spinnen? Oh, ich habe ein Geschenk bekommen. Einen Fan, mit dem ich... Geil. This is incredible. Mach an. Das ist unglaublich. Der Staubsauger da hinten ist unterwegs. Muss ich dieses Bild komplett nehmen, ne? Das ist so... Ja, viel dreckiger wird's nicht. Kann, warum sind hier Pfoten? Kann ich da... Oh, warte mal. Hold? Oh! Fuck this. Werf's weg. Wie kann ich's wegwerfen? So. Fuck this. Fuck this. I love, ich verstehe voll, warum Haustiere das machen jetzt. Das ist great. Was ist das hier eigentlich? Großartig. Kann ich die Frau mal... Alter, die schläft aber gut. Pom. Kann ich mir einen Hut aufsetzen? So, was ist hiermit? What's this wheel used for? Man weiß es nicht. Es ist ein Geheimnis. So, kann ich hier hochlaufen? Kann ich einfach die Wand hochlaufen, wenn hier Zeichen sind? Nee. Aber ich kann das hier alles wegwerfen. Fuck this. Fuck this. Fuck this. Achso, kann ich einfach runterschieben? Nee. Das ist ja großartig. Ja, mach das zu einem Spiel, Bandai Namco. Aber sofort. Ich frage mich halt, warum diese Hundespuren hier sind. Like, was sagt ihr mir? In Berlin geht die Welt unter? Wieso das denn? Ist das Sturm? Bei uns war schon so ein bisschen Regen. Ich meine, morgen wird schönes Wetter, dann muss es immer einmal schlimmes Wetter in Deutschland geben. Ich hoffe, die Welt geht nicht wirklich unter. Das wäre doof. Ah, guck mal, da ist ein Zug, der Räder braucht. Das ergibt ja gar keinen Sinn. Oh, kann ich mir das aufziehen? Let's fucking go. Lucy erkennt nicht, dass die Welt untergeht. Lucy, für Lucy, Lucy sitzt in der Sonne. Aber wir haben auch letztes Mal gemerkt, dass in Tönnesberg hier einfach hell war und die Sonne am Untergehen war und in Berlin war einfach, ist komplett dunkel und die Sonne ist untergegangen und ich verstehe. Kann mir das jemand im Chat erklären, wie in Berlin es komplett dunkel sein kann und hier ist es hell, während die Sonne untergeht? Like, in NRW? Das verstehe ich nicht. Let's fucking go. So, dann müssen wir mal den, wo ist denn jetzt das Rad? Ich hatte hier ein Rad, aber ich habe es weggemacht. Ich brauche das ja für den Zug. Da oben ist es. Geben Sie mir das Rad. Bei Lucy ist nichts. Berlin ist zu groß, das kann unterschiedliche Wetter haben. Das finde ich nicht okay. Sollte ein Wetter für Deutschland geben. Ein Wetter für Deutschland reicht. Eins noch. Alter, was ist eigentlich das für eine Wohnung? Was geht eigentlich bei euch? Lass mich durch! Holy moly. Das ist ein antikapitalistischer... Wie auch immer der Hund heißt. I fuck your wealth.
Am Anfang stand was, dass man versteckte Bilder sichtbar macht, indem man Dreck macht. Aha. Ja, also ich glaube, als kurzen Blick reicht es auch langsam schon. Das wirkt extrem cute. Finde ich. Was gibt's denn so für Badges? Das ist eine sehr... Oh, kann ich hier mitfahren? Ja, lass es leider... Ja, ich nehme es zurück. Kein gutes Spiel. Ach, das sind Farbballons, die ich zerbeiße. Oh, das ist ja gut. Ach, guck mal, so kann ich mich dann auch hier rein. Okay, das. Okay. Guck mal. Das hätten wir jetzt gar nicht. Das habe ich gar nicht verstanden. Dass ich das in unterschiedlichen Farben sogar einfärben kann. Das ändert natürlich vieles. Und da sind Farbeimer noch. Mag ich sehr. Very cute. Ein sehr, sehr cutes, kleines Spielchen. Doronko Banko heißt es. Ich gehe jetzt gar nicht erst. Ihr habt gerade schwarzen Bildschirm, wundert euch nicht. Komm, wir gehen die mal kurz durch. Das ist ein zweites Spiel von Bandai Namco, nämlich Noto Lodge. Weiß gar nicht, was das ist. Das dritte habe ich bereits gespielt, nämlich Boomer Road. Und das ist auch ganz cool. Ihr müsst euch alle beruhigen, Bild ist ja gleich da. Chillt mal bitte. So, da steht, spiel es mit einem Controller. So gutes Japanisch spreche ich. Oh, das ist sehr laut, oder? Let's go. So. So, ich hoffe, der Sound ist so okay. Sagt gerne, falls dem nicht so ist. Was haben wir hier so für Einstellungen? Play Guide, Language, passt. Game Start. Es könnte so etwas sein. Ich weiß es nicht. Da die Production Line sieht gut aus. Ah! Ich sehe eine Abnormalität, Leute. Also müssen wir dieses Ding hier reparieren. Sehe ich das richtig? Wir sehen Licht. Das darf nicht sein. Das stört mich beim Gamen. Excitation Index. Ich kenne so viele Worte. Ich weiß nie, ob es echte Worte sind. Ja, er ist zu krass. Er ist ein zu krasser Roboboy. Man kann ihn nicht aufhalten und er wird jetzt die Welt retten oder zerstören. So, Lock-on Hacking. Wir können hacken, wir können springen, wir können dashen und wir können unser Lock-on canceln. Ja, dann let's go. Airdash. Airdash confirmed. So, hacke ich dich jetzt? Ja, ich hacke dich. Ich hacke ihn. Oh! Unhacking. Oh. Oh nein, dann geht er kaputt. So, wie kann ich 9 haben? Das ist ja nett. Rietiere 01, 17 Monate. Bist ein kleiner, süßer Kuschelbär. Das ist Tickepon, na klar. Kann ich ja auch dashen? Nee, ich glaube, ich gehe wieder direkt aus dem raus, wenn ich irgendwas mache. No other robots can find you while you are hacking. He doesn't know. Kann ich hier mitmachen?
Okay, ich kann hier wirklich nichts machen. Ich kann auch nicht mehr springen. Und hier kann ich auch nicht hoch. Doch, weil... Ah. Als Special-Vieh kann ich hier sogar hoch. Ich gehe jetzt wieder hoch, wenn ich runtergehe? Nee. Ah, ist eine Zeitsache. Jetzt weiß ich halt nicht, ob das... Oh. Ah, da unten war eine Lebensleiste quasi. So, was passiert denn, wenn ich hier reinspringe? Was ist denn das? Kann ich da rein? Jetzt bin ich die Wand. Ich bin eine Wand. Ich war eine Wand. Okay, der Aufzug bleibt einfach unten. Es gibt doch kein Zeitlimit. Fährt einfach hoch, wenn ich hier drauf trete. Aha. Aber das ist doch ein Extra. Da ist eine Extra-Disk. Die muss ich einfach... Ah, okay, kann ich vorhin laufen. Easy. Anhacken werde ich mal, damit wir hier so drüber springen können. Ah! Zum Glück sind sie sehr inkompetent scheinbar. Okay, und dann ist es einfach so ein basic, cutes, kleines Puzzlespiel, nicht wahr? Müssen wir, glaube ich, gar nicht so lange reingucken. Okay, hier ist zu. Komme ich hin? Sie können halt nicht springen, deswegen muss ich hier, glaube ich, aber da komme ich ja nirgendwo hin. Wo will ich denn als nächstes hin? Ich will an diesen Schalter. Oh, ich kann einfach hier lang. Okay. Lass mich durch. Lass mich doch. So. Lass ich ihn einfach mal hier drauf stehen. Ah, ne, er explodiert ja direkt. Ich dachte, er bleibt jetzt drauf stehen. I forgot. Das ist sehr befriedigend. Also, das ist eine sehr schöne Animation. Das ist sehr schön mit dem Interface. Hat sehr viel Wumms und Spektakel. Oh! Freunde. Freunde, ihr wisst gar nicht, was abgeht. Let's go. Holy moly. Grab, Tekipon. Acceleration. Und hoch und runter kann ich auch. Also könnte ich jetzt auch einfach mir so ein Ding hier schnappen. Komm mal her. Zeig mal. Let's go. Ah, und so kann ich das hier halt hier oben hinholen. Und wenn ich wollte, könnte ich mit dem jetzt weiterlaufen. Will ich aber nicht. Interesting. Und das, ah, guck mal, smartes Tutorial. Kleines, subtiles Tutorial, das wir alle verstehen, wenn wir klug sind. Und so geht's dann weiter. Ja doch, das reicht mir für einen ganz kurzen Blick hier drauf. Das, ich wollte nur mal kurz wissen, was das ist, ehrlich gesagt. Alles ist free to play. Könnt ihr einfach auf Steam runterladen. Finde ich richtig cool. Sind ganz kleine, kurze Spielchen. Das, was ihr gerade gesehen habt. Mit dem, diesem kleinen Hund. Und dieses hier auch. Not a lot. Und dann gibt's noch Boom Road. Das bestbenannte Spiel ever. Ein Spiel, in dem man mit einem Boomerang Straßen erschafft. Hence Boomer Road. You get it? I get it. Man muss ein ziemliches Galaxy Brain sein, um das zu verstehen. Das gebe ich zu. Aber wir haben ja eine kluge Community, glaube ich. Und das ist das letzte dieser drei Free-to-Play-Spielerfahrungen, die von einigen Indie-Entwicklern oder von einigen kleinen Entwicklerteams, neuen Entwicklern bei Bandai Namco kommen. Hier habe ich schon ein bisschen reingespielt. Bin schon in der zweiten Area, glaube ich. Guck mal, ich bin er. Man kann laufen, man kann springen und haltet euch fest, man kann sogar zweimal springen. Aber vor allen Dingen kann ich
Ich habe das noch nicht mit Controller gespielt. Werfen. Und dann da dran springen. Und dann kann ich hier nochmal werfen. Und da dran springen. Und dann machst du dir halt so ein Boomerang-Ding. Ist nicht verrückt. Ich sag's euch, wie ich ist, Leute. Das ist ziemlich fucking dope. Ah, und oh, dieser Wind macht es, dass dieser Pfad weiter geht als sonst. Also jetzt würde es da oben enden und durch den Wind geht's jetzt bis hier hin. Dann kannst du auch einfach weitermachen. Oh. Und die Ringe, die resetten diese Leiste da unten. Sodass ich das noch für längere Zeit machen kann. And there we go. Ziemlich dope, oder? Also, ich fand, das war eine sehr, sehr coole Idee sofort. Ah, und hier kann ich auch das Ding ein bisschen besser mit steuern. Das habe ich an der Tastatur nicht gut hinbekommen. You can rotate the yellow glowed fan to change the direction of the wind. Oh, okay. Ich kann das also... Nee, das hat nicht funktioniert. Ah, ja, okay. Jetzt kann ich... Uh-oh. The wind is pushing me! Holy fuck! The wind is pushing me! Falls ihr es noch nicht gehört habt... Im letzten Podcast, den aktuellsten Podcast, haben André, Peschke und ich nochmal eine ganze Stunde lang nur über Dragon's Dogma 2 gesprochen, nachdem ja Tom und ich im Podcast davor bereits eine Weile über Dragon's Dogma 2 gesprochen haben. Vielen Dank, lieber Riet hier. Hier haben wir noch einen kleinen Button. Oh, Gegner. Oh, that's new. Holy shit. Oh, was. Oh, boy. Und also, ich mag das Konzept hiervon wirklich sehr, ne, dieses, wir haben hier so eine kleine Idee. Oh, das war ein Bonus, wir haben einen Bonus gefunden. Wir haben hier so eine kleine Idee und, lassen einen Entwickler, die so ein bisschen entwickeln und, das muss dann nichts Großes sein. Ist der Controller wieder ausgegangen aus irgendeinem Grund? Cool. Das finde ich sehr, 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 sehr cool. Mit Honizat, ich bin immer noch nicht weiter. Also ich habe jetzt nicht... Ach, die Tür mache ich mit dem Schalter auf. Ich habe jetzt noch nicht mega viel weiter gespielt. Weil ich halt letzte Woche hauptsächlich Unicorn Overlord gespielt habe, damit ich über was Neues reden kann im Podcast. Und ansonsten habe ich seitdem... bin immer noch relativ... am Anfang von Batal heißt es ja, glaube ich. Und habe da noch nicht viel gemacht. Deswegen ein Spoilercast oder etwas ähnliches will ich da jetzt unmittelbar erstmal nicht versprechen, weil ich weiß nicht, wann es da soweit ist. Dass ich soweit überhaupt bin. Und dann sind wir schon wieder beim nächsten Monolithen. Und haben das Level gleich, denke ich, auch schon geschafft. Ne, ist noch ein bisschen was vor uns. Aber, ne, ihr versteht's. Ist nett, ist cool. Wollte ich euch jetzt einfach mal kurz einen kleinen Tipp geben, doch mal in diese schönen kleinen Spiele hineinzugucken. Alles Free-to-Play auf Steam könnt ihr euch runterladen. Das war jetzt Notolot, das war Doronko Wanko und es war Boomeroad. Fand ich echt nett. Wo ich ja ziemlich neugierig drauf bin, ist Maniac. Ein GTA-like. Man sieht es hier an diesen Screenshots bereits. Ein GTA-like, in dem es halt hauptsächlich darum geht, als Clown halt ganz viele Leute zu erschießen. Auf der Straße. Und alles mit so einer übertriebenen Darstellung, ohne diese ultra-cringy Hatred-Ästhetik dahinter und die Message, beziehungsweise das Marketing-Gimmick, wie man es, glaube ich, besser bezeichnen kann. Oh, die Musik ist laut. Die erschrecken. Ja, wir machen Gamepad. Warum denn nicht?
Nein, lass mich doch in die Optionen bisher erstmal rein. Ich würde den Sound gerne leiser machen. Dankeschön. Keine Soundoptionen. Doch, da. Was ein toller... Was für Sounds! Großartig. Das ist alles okay. Das ist auch okay. Alles klar. Okay, ich habe gerade eigentlich den Controller ausgewählt. Habt ihr ja gesehen. Aber die Menüs kann ich nicht damit bedienen. Scheinbar. Anyway, ist auch, hat so ein Roguelite-Konzept. Ich glaube, es ist immer noch zu laut, oder? Es wirkt auf mich immer noch zu laut. Wir machen es mal auf 10. Ach, was für Sounds. Wir fangen als Drunk Santa an. Survive 20 minutes to each nuclear strike. Drink Pina Colada with the babes. Sure. So, wir können uns Upgrades holen. Wir haben 0 Dollar, also können wir uns keine Upgrades holen. Dann legen wir einfach mal los. Wir wollen erstmal das Spiel ein bisschen sehen. A Maniac, auch frisch erschienen auf Steam. Gibt's für ein paar Euro. Und ist günstig genug, dass ich einfach gedacht habe, komm, das hat ganz gute Kritik, ganz gute Steam-Bewertungen. Und ich habe ja auch überhaupt nichts gegen das... Oh, jetzt bin ich... So. Ich habe ja auch gar nichts gegen dieses Spielprinzip, ne? Das GTA-Spielprinzip im Grunde. So, jetzt kann ich mit Controller spielen. Sidestep. Leider sind die Anzeigen der Steuerung... Kann ich die manuell umstellen? Ne, ich kann hier auch nicht... Ah, jetzt! So, jetzt wurde die Steuerung umgewandelt. Aber ich weiß nicht, was SL sein soll. Das hier, okay. Und hier sind leider immer noch die Buttons. Ah, guck mal, man kann sogar fahren. Da oben ist ein Level Up. Sehr weit weg. Oh, okay. Ah, es gibt sogar Cops. Ja, okay, ergibt Sinn. Das wäre komisch, wenn dieses Spiel keine Cops hätte, ehrlich gesagt. Oh, und ich kann schießen. Dann schießen wir noch mal ein bisschen. Also das hat, diese Explosion hatte ziemlich großes und gutes Bumm hinter sich, sag ich mal. Also, und ich finde, das ist echt eine ganz spannende Idee. Einfach so ein, was hat man immer in den GTAs gemacht, in den 2D-GTAs? Das ist 2D? Wahrscheinlich nicht, ne? In den alten GTAs halt, GTA 1, 2. Ja, nun, das hier halt. Lass uns doch mal einen Roguelike versuchen, da drum zu stricken. Ist, finde ich, eine nette Idee. Ich habe einen Stern, aber stehe auch kurz vorm zweiten Stern. So, ich steig mal aus. Habe ich hier irgendwie noch mehr Waffen? Nö, ich habe einfach auf die eine Pistole. Ich weiß auch nicht genau, wo ich die aufgehoben habe, muss ich gestehen. Ach, guck mal, oh, ein Bus. Ja, okay, den nehmen wir uns natürlich. Ich frage mich halt, wie ich mir neue Sachen kaufen kann. Ich hatte ja den Shop gerade mit 0 Dollar. Und jetzt habe ich schon 1000 gleich. Und würde mir ja gerne mal die eine oder andere neue Waffe kaufen. Ich fahre einfach mal Richtung... Ach so, weil wahrscheinlich da, wo Level Up steht, ne? Ja, das würde ja Sinn ergeben. Maniac heißt dieses Spiel. Nochmal als kleine Erinnerung. Mein Bus ist gleich kaputt. Ich glaube, ich steige mal besser aus. Siehste? Schnappe ich mir 9. Wow. Oh. Oh, ich kann die wild... Wenn ich meinen Stick drehe, kann ich das Auto sehr wild auch drehen. Ich glaube tatsächlich, dass es keine Karte gibt. Also ich drücke ja alle Buttons. Also scheinbar tatsächlich nicht. Und ich glaube, es gibt so Mini-Challenges hier für diesen Park zum Beispiel. Wo ich das alles umfahren oder kaputt machen muss.
wieder rechts angezeigt wird. Oh, okay, ich muss raus. Mittlerweile habe ich einen Revolver, aus irgendeinem Grund. Weiß nicht wieso. So, hier ist Level Up. Aha. Ah, Roguelike, klar. So, was haben wir denn? Alley Brawler. Faster Running Speed, more resistance to impacts, increases Vehicle Armor, increases resistance against impact, increases Vehicle Impact. Und Upgrade for current car only. Nee, wir machen einfach unsere Autos ein bisschen stärker. Das sind relativ lame Upgrades, würde ich behaupten. Aber okay, dann fahre ich halt da lang und hole mir diese Upgrades. Und irgendwie, also entweder ich habe die Waffe gefunden oder ich rüste sie auf, indem ich bestimmte Ziele erreiche. Vielleicht mit jedem Wanted Level oder so. Weiß ich nicht genau. Oha, Motorrad wirkt extrem dangerous, aber warum nicht? Also es ist schon extrem stumpf. Das ist für uns alle, glaube ich, offensichtlich. Faster Vehicle Theft. Nice, das increases Pickup Range. Your work attracts followers. Das klingt doch gut. Jetzt krieg ich keine Pikmin. Oh, guck mal, ein Tanklaster. Den nehmen wir, schnappen wir uns doch. Wenn der dann explodiert, ist auch Spaß. Okay, wir sind raus. Ja, das ist halt ziemlich dope. Kann ich mir das einfach nehmen? Gib mal. Oh, das dauert sehr lange, bis ich den klappen kann. Aber geschafft. Ich bin aber fast tot. Das dauert also auch noch viel weniger Health, als ich mir auch hätte. Das heißt, ich muss hier gleich direkt wieder raus. Weil wie dieser Burger rumfliegt? Not bad, not bad. War da oben nicht eine Waffe als Pickup? Wenn du das gesehen hast, sicherlich. Ich habe leider keine gesehen. Weiß ich natürlich auch nicht genau, was da oben heißt. Wenn ich dann immer es bitter sehe. Da lag auch gerade eine Waffe, glaube ich. Sorry. Da war ich wohl eins bisschen blind. Oh, jetzt so jagt mich schon das FBI und ich habe hier meine eine kleine fucking Magnum. Mine. Ja, nehme ich. Ach, guck mal. Jetzt kann ich Minen legen. Das ist gut. Oh, das gefällt mir sehr gut. Da sind die Upgrades auch ein bisschen besser, als ich das gedacht hätte gerade. Dieses Aus hält sehr viel aus. Sehr, sehr viel. Also ist schon nicht schlecht, was hier so passiert auf dem Bildschirm. Also ist schlecht, was passiert. Ihr wisst schon, was ich meine, aber das hat schon gar nicht so wenig Impact, würde ich behaupten. Glaube ich, bin ich vielleicht tot. Ja, ich doch. Ich weiß nicht, ob Busted hinkommt. Ich wurde eher killed, würde ich behaupten. Achievements bekommen. Emergency Units like Medics and Firefighters can help with your health. Ach, das ist ja nett von denen. So, und guck mal. Ach, inzwischen den Runs kauft man sich dann Sachen. More Gore. Mein Gott. Ich hätte mir einfach gerne dauerhaft eine... Ah, die kostet leider echt viel, die Waffe. Hollywood Enhanced Increased Radio Impact for All Explosions. Faster Running Speed. Your Work Attracts Followers als einfach Standard Upgrade. Das klingt halt wie was Cooles. Ich weiß nicht genau, was es heißt, aber wenn halt mehr Leute mit der rennen und auch alles platt machen, ist ja geil. Und halt größere Explosionen klingen auch gut. So, und gucken wir mal, ob wir dediziert Waffen finden können dieses Mal. Ich gucke mich sehr, sehr genau um.
Aha, aber die ist auf dem Dach. Wie soll ich denn da dran kommen? Hä? Wie soll ich denn auf das Dach kommen, Freunde? Das erschließt sich mir nun ehrlich gesagt gar nicht. Kann ich da nicht rein? Was ist denn los? Okay, ich schaffe es gerade nicht, irgendein Auto zu betreten. Wie komme ich denn da hoch? Ich kann springen. Nee, kann ich nicht. Ich kann X halten, das ist Rennen. Wild. Also muss man dann quasi, hallo Exobro, muss man dann quasi die Map lernen, um irgendwann zu wissen, wo die Waffen liegen, I guess? Die Mauern erkennt man leider gar nicht. Ich, immer erst, wenn ich irgendwo reinramme, weiß ich, aha, hier war eine Mauer. Und keine Straße. Wie im echten Leben. Dynamite. Invented by Alfred the Noble, in order to create a safe explosive for coal mining. Ja, wenn ich einfach direkt Dynamit werfen kann, bin ich ja voll dafür zu haben. Und ich habe ja auch größere Explosionen. Das ist ein guter Mix, würde ich sagen. Kann ich Gebäude niederreißen? Aha, kann ich tatsächlich. Dann weiß ich jetzt natürlich auch, wie ich an die... an die MG kommen. Holen wir uns die nochmal. Oh. Well, well, well. Das hat nicht funktioniert. Wie ich mir das erhofft hätte. Ich wechsle mal auf die Maus und Tastatur und mach mal das Auto-Aim aus. Automatic Aiming. Alles klar. So. Ich weiß gerade nicht genau, wie ich meine alternative Waffe abschieße mit Q. So, dann probieren wir es mal mit der... mit der Steuerung. Oh, ich habe gerade, glaube ich, irgendwas gekauft. Ja, ich habe gerade versehentlich irgendwas gekauft. Ich weiß aber nicht was. Increases all inflicted damage. Only good boys and girls get to feel the magic of this bag. Can push away incoming cars and... ja, ich hätte gerne hier was geholt. Wäre natürlich geil, wenn die Controls sich jetzt immer ändern würden. Ich spiele nicht mehr mit Controller, Leute. Können Sie das irgendwie erkennen? Nein? Ist unerkennbar. Ah, ich kann sogar zoomen. Interesting. E ist einsteigen. Handbremse ist Leerzeichen. Also, sorry, wenn ich im Spiel bin und Leertaste ist nicht Handbremse. Like, what are we even doing? Honestly. Zahnleiter gerade offensichtlich noch nicht schießen, weil ich noch keine Waffe habe. Aber ich finde das sehr rätselhaft, wie ich an diese Waffe auf dem Gebäude kommen soll, wenn ich da auch nicht dran komme, wenn ich das Gebäude kaputt mache. Ja, genau, sie liegt immer noch hier. Ja gut, reicht mir aber ehrlich gesagt für den ersten Eindruck. Wirkt jetzt nicht wahnsinnig crazy. Maniac. Wie viel hat es gekostet? 4,50 Euro, ne? So ein kleines Ding. Wirkt auch so.
Und ich glaube, wenn man da ein bisschen Zeit investiert, ein paar Stunden und wirklich mal diese Upgrades freischaltet und dann hat man eine riesige Explosion und man schießt schneller, dann kann man da echt Freude dran haben, hat auch very positive Reviews. Wir können ja mal gucken, was der Trailer so sagt. Ich sehe gerade gar nichts, ne? Hier sehe ich gerade gar nichts. Also, geht schon ganz gut auf. Erinnert mich so ein bisschen an den Burnout Crash Mode. Ne? Wenn man nur das spielen will in Burnout, dann hat man halt diese Option hier. Guck da gerne mal rein, falls das nach etwas aussah, was euch gefällt. Jetzt würde ich ganz gerne mal in einen frischen Release reingucken. Lucy bettelt nach Balatro. Vielleicht mit dem Hubschrauber, das ist eine gute Idee, Aaron. Wahrscheinlich ist es tatsächlich so. Aber nein, unmittelbar jetzt erstmal kein Balatro, sondern Pepper Grinder, frisch erschienen. Ich glaube, nicht nur auf Switch gibt es das auch. Ich glaube, auf PC und Switch ist es tatsächlich erschienen. Gepublished von Devolver, entwickelt von einem kleinen, ich glaube, Ara Ech ist eine Person, bin ich mir nicht ganz sicher. Ist wohl auch ein relativ kurzes Spiel, kostet auch nur 10 Euro, Entschuldigung, gibt es auch eine Demo für. Sieht sehr, sehr cool aus und da gucken wir jetzt mal gemeinsam rein. Peppergrinder, na, kommst du? Einmal Bildpepper, bitte Peppergrinder, vielen Dank. Hab die Sprache schon mal auf Deutsch gestellt. Sifuseki hat schon durchgespielt und findet es sehr gut. Ist aber ein gutes erstes Zeichen. Hier auch wieder. Sehr laut. Oh mein Gott. Ich mach's erstmal für euch leiser. Ich muss es dann gleich auch nochmal für mich leiser machen. Jesus Christus Maria. So. Ich glaube, der Sound sollte jetzt dann okay sein. Falls es jetzt zu leise ist, gerne gleich nochmal Bescheid sagen. Und starte für mein neues Spiel. Ich weiß auch nur das, was ich aus den Trailern kenne und von ein paar wenigen Eindrücken, die ich gelesen habe und gesehen habe. Und die waren ja eigentlich ziemlich positiv. Das letzte Devolver 2D-Plattformer-Action-Dings hat mich ja ein bisschen enttäuscht. Das war Gunbrella. Ich glaube, das kam von Devolver. Das scheint hier ein bisschen cooler zu sein. Und das, was Sefoseki schreibt, scheint auch so generell der Eindruck zu sein, dass halt so die größte Kritik an dem Spiel ist halt ziemlich kurz. Und man hätte gerne mehr davon, weil es so gut ist. Die Wellen machen mich lustig. Mich erinnern die Wellen tatsächlich sehr an Dave the Diver. Aus irgendeinem Grund. Aufgrund des Grafikstils, I guess. Oh shit. Wo hat sie jetzt diesen... Das ist gerade passiert. Hat sie den einfach aus einer Tasche geholt oder hat sie den von da irgendwo aufgehoben? Den Driller, den Grinder. So, R2 halten. Dann kann ich einfach hier grinden. Ah, und durch die gelben... Ah, ja, ja, okay, das ergibt Sinn. Oh, oh. Okay, man kann ja so Echo the Dolphinen. Also, das, das fühlt sich ziemlich dope an, Leute. Ich sage, wie es ist. Kann ich auch noch hoch? Komm, hol's dir. Manu!
Ach so, lädt sich da oben. Guck mal, ich habe oben links so einen Kreis. Ich weiß nicht, ob das gut ist oder schlecht ist, wenn der voller wird. Und ich weiß auch nicht, wieso er manchmal voller wird und manchmal nicht. Okay, wie komme ich da hoch? How do I get up there? Müsste einen Dash geben. Ich glaube, den habe ich noch nicht. Ne, ich habe noch keinen Dash. Ja, vielleicht für später. Anyway, lass uns da... Oh, jetzt hat mein Controller wieder den Geist aufgegeben. Weil natürlich hat er das. Ich stecke den mal kurz unmittelbar direkt in den Laptop ein, nicht über einen Adapter. Eine Sekunde, vielleicht liegt es daran. Wüsste nicht wieso, aber ich verstehe auch nichts. Ich weiß ja auch von nichts. Ja, also South Park Snow Day ist einer der verwirrenderen Releases, an die ich mich so erinnern kann. Muss man wirklich sagen. Ja. So. Jetzt ist der Sound weg aus irgendeinem Grund. Kennt ihr das, wenn man einen Controller ansteckt und dann geht der Sound eines Spieles weg aus Gründen, die keiner kennt? Okay. Ich glaube, ich muss das Spiel einmal neu starten, weil Sound ist weg. Und es ruckelt jetzt auch sehr. Ja, ich glaube, wir müssen einmal komplett aus dem Spiel raus. Wild. Das habe ich auch noch nicht, dass das Horn einfach sich für immer verabschiedet. Aber okay, danke für die Info, Luxius. So, probieren wir es nochmal. Gab es hier schon Sound? Ich glaube ja. Ich glaube, hier sollte schon Sound sein. Ach, warte mal, ging etwa die Soundeinstellung auf den Controller über? Ne, der hat einfach gemutet. Lol. Habe ich jetzt Sound? Ne, habe ich nicht. Was? Ja, Lautsprecher DualSense Wireless Controller. Das ist natürlich clever. Das ist genau das, was ich wollte. So. Jetzt habe ich das Spiel allerdings, glaube ich, deutlich leiser gemacht. Ja, Moment, ich mache es nochmal lauter wieder. So. Haben wir nicht viel Progress verloren. Alles ja nicht schlimm. Hallo, Volk. Volk. Er sagt, wenn ich A drücke beim Raus. Ah. Ist das so? Ah, ich muss, bevor ich raus. Wenn ich. Ah, hier drin A drücke. I see. Ach, verstehe. Komisch, dass das nicht erklärt wurde, aber wahrscheinlich ist deswegen auch ein optionaler Bonus für die richtigen Big Brain, Galaxy Brain, Megamind Boys und Girls, die. Einfach gar keine Tutorials brauchen, weißt du? Ach, Tutorials zerstören mir immer das Spiel. Dieses Geräusch. Bang. Bang. Das klingt für mich so, als ob hier irgendwo ein Secret sich versteckt. Ich glaube, als ob es die Musik ist. Wisst ihr, was ich meine? Ich will auch sagen, ich habe gerade den Kommentar gelesen. Ich habe jetzt leider nicht mehr, wird mir leider gar nicht mehr angezeigt, von wem es war, aber auch jemand im Chat, dem das Spiel nicht gefallen hat und das, die besonders trotzdem durchgespielt. Also auch eine fundierte negative Meinung. Will ich ja auch nicht verheimlichen. Also ihr seht den Chat genauso wie ich. Es gibt keinen Grund, wieso ich das verheimlichen könnte, aber, you know. You get my point. Oh, das war befriedigend. Das war gut. Jetzt wird es mir gefallen. Jo, ich dachte, hier wäre vielleicht ein Weg. Turns out,
Nö. Gute Nacht, Miss Cleo. Viel Spaß noch in Venedig. Wie wir es nennen. Oh, geht das jetzt in die Tiefe? Ich dachte. Ah, die Laternen sind Checkpoints, wie es sich gehört. Sehr gut. Zufälligerweise Aufzüge, die genau auf mein eines Werkzeug zugeschnitten sind, die keine andere Person bedienen kann. Ich nenne es das Prince of Persia Sands of Time oder generell Traversen Platformer. Game Design. Verdammt! Oh no! I'm so sorry, Mr. Maulwurf. Hallo. Oh, Mr. Maulwurf ist einfach traurig. Gomen. Eine riesige Kanone? Dope. It sure is. Yes. Boah, diese Fackeln, wenn die angehen, hört sich sehr so an, als ob es ein P, so ein P, Sound gibt, wenn du zu nah an einem Mikro bist. Ich habe diverse Assoziationen zu den Soundeffekten dieses Spiels und ich werde sie euch alle mit euch teilen. Also ich muss sagen, das fühlt sich schon ziemlich nice an. Get warmed. Moment, hinterlassen die wirklich Totenköpfe? They sure do. Ah, ich habe einen Coin verpasst. Rip. FML. Level abgeschlossen. Gurren Lagann habe ich ja echt immer nur die erste Folge oder sowas von. Nee, die ersten paar Folgen. Weiß gar nicht wieso. Weil hat mir jetzt nicht schlecht gefallen. Ich habe einfach irgendwie nie die Zeit und Zugang gefunden, wie ich mir das erhofft hätte bei Gurren. Ja, Open Roads ist ein komisches Ding, ne? Also scheinbar war Fulbright ja leider, ist jetzt nicht mehr von Fulbright in der Form, aber ihr wisst, was ich meine, so ein bisschen so ein One-Hit-Wonder mit Gun Home. Weil Tacoma danach war dann irgendwie nicht so was ultra großartiges, specialiges, fand ich. Und ich habe jetzt Open Roads jetzt noch nicht gespielt und will da auch noch reingucken, hab's schon runtergeladen. Aber ist ja so eine ähnliche Resonanz, würde ich behaupten. So, ja. Kann man mal sich angucken, aber jetzt nicht, also nicht etwas, wo man das Gefühl hat, hier ist das Magnum Opus, an dem sie jetzt irgendwie, wie lange, wann kam denn Tacoma raus? 9 Jahre, 8 Jahre, 6 Jahre, also lange Zeit gearbeitet haben. Oh yes. Ah, oh, das hört sich gut an. That's great. Ja.
Let me in. Let me in. Let me in. Dann halt so rum. Ich hab schon wieder einen Coin verpasst. FML again. Hier wird doch nicht. What is this? Fortnite Gaming? Ich bin ein Pro. Mir kann sowas doch nicht passieren. Ich pass auf, jetzt mache ich einfach den Trickshot 7000. Oh, almost. Fast wäre ich in die Annalen der Geschichte eingegangen, als der Typ, der diesen Jump als einziger auf der Welt geschafft hat. Let's go. Alter, was ist er für ein König? Alter, was ist mit ihm los? Und da ist nämlich, guck mal, hier kann man nämlich kaputt machen. So, Freunde, ihr dachtet nämlich. Falsch gedacht. Gib. King Shit. Man hat ihn abgeschrieben. Man dachte, er kann es nicht. Und dann kam er wieder. Onte. Das fucking Game, wie noch nie jemand das Game geowned hat. Und alle haben sich gedacht, wow. Was ein King. Was ein schöner Mann. Was ein kluger Mann. Was kann er eigentlich nicht? Mathematik ist die Antwort. Mathematik, Zahlenakrobatik, Mathematik ist hochgradig. Eigenartig. Oh, jetzt geht's ja richtig ab. Yes. Also, ich bin dabei, Leute. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber ich bin hier dabei. Dann hier die fucking Narwhal-Action. Remember Narwhal? In der großen, alles ist ein 2D-Koop, 2D versus 4-Player-Game-Zeit. Das war noch eine Zeit. Wisst ihr noch, wie wir uns darüber beschwert haben? Ugh, alles sind wunderschön animierte Pixel-Art. 2D 4-Player Kampfspiele. Tja, und dann war alles plötzlich Service Games. Und wir haben uns wie die letzten Ärsche gefühlt, weil wir uns vorher über das Großartige beschwert haben, was wir da hatten. Was ist das, was wir daraus lernen? Genau, niemals beschweren. Scheiße, ich bin schon wieder an einem Secret vorbei. Hör auf. Jetzt ist es zu spät. Jetzt kommen wir nicht mehr dahin. Naja. Leben ist kein Ponyhof. Manchmal hat man ein Secret, manchmal hat man kein Secret. Alles, was du tun kannst, ist mit Optimismus und Freude zu glauben, dass das nächste Secret da ist. Ja, hab ich doch erwischt. Was laberst du? Gibt es noch andere Secrets als die Coins? Würde ich nicht wissen. An mir ist ein Zahnarzt verloren gegangen. Wegen der Selbstüberschätzung? Oder wegen den guten Zähnen? Oder wegen dem extremen Wohlstand. Was glaubt ihr? Wie viele Zahnärzte haben schon auf ihrem Heimaturlaub von ihrem alten Kinderzimmer aus in der Wohnung ihrer Eltern gestreamt? Anstatt ihres Ferienhauses in der Uckermark. Wo die Uckermark ist, fragt ihr euch? Ich sag's euch nicht. Wieso nicht? Weil ich es nicht weiß. Ich habe letztens die beste Prämisse in einer Limited-Serien-Event-Sache gesehen, die auf Sky produziert und ausgestrahlt wurde, nämlich Helgoland 137, eine Serie, in der die ganze Welt von einem Virus heimgesucht wurde, außer dem Helgoland. Nur auf dem Helgoland wurde der Virus nicht verbreitet. Und aus Gründen, die sich mir nicht so ganz erschlossen haben, dürfen aber auch nur 137 Leute gleichzeitig auf dem Helgoland leben. Und auf dem Rest der Welt, in Deutschland, ist einfach... Ich habe ein Ziegel verpasst. Fickt mein Leben. Ist einfach Mad Max. Und ist es seltsam hochwertig produziert. Also die Produktionswerte, Kameraführung und so und auch Kameraarbeit sind weit über dem, was ich von deutschen Produktionen normalerweise erwarte. Oh, ich kann mir von diesen Coins sogar Frisuren kaufen. Interesting. Aber Dialoge und Story generell war halt, ne? War, das war so, was es war. Ich sag mal so.
Ein Ring. Ein Schlüssel. Kostet 10 Coins. Habe ich nicht. Ach, dadurch kriege ich Leben. Extra Leben oder nur Leben? Weiß ich nicht genau. Was könnte ich mir hier kaufen? Sticker Serie 1. Pfeffer und Mühle. Hierdurch kriege ich Sticker. Und hierdurch kriege ich entweder Plusleben oder Extra-Leben. Auf jeden Fall fülle ich es erstmal auf. Gute Frage. Ja, Josef Liefers. Den habe ich, glaube ich, gesehen in einem Tatort. Da war er so ein... in so einer Leichenhalle. Und sein ganzes Ding war immer, dass er... gesagt hat, oh, war das sexistisch? Dann hat er manchmal irgendwie, hat er irgendwie gesagt, kann ich Ihnen helfen, das hochzuheben, weil er mit einer kleinwüchsigen Frau zusammengearbeitet hat. Und dann hat er gesagt, oh, war das sexistisch? Und dann hat sie so gesagt, ja, könnte es gewesen sein. Allgemein, das ist oft passiert, fällt mir gerade auf. In diesen ARD-ZDF-Film-Serien passiert es ständig, dass... Ich komme gerade auf das Beispiel. Ja! Da gab es eine Szene. Da gab es eine Szene, in der eine Frau. Das war auch Helgoland. Das war der gleiche Film. Das war die gleiche Serie. In Helgoland hat eine junge Frau ihr Baby verloren, weil ihre Mutter ihr irgendwas in den Tee getan hat, um es abzutreiben. Also es passieren wilde Dinge in Helgoland 137. Und dann. Dann sagt der Arzt zu der Tochter, während sie im Bett liegt, traurig, das Kind ist verstorben oder so. Und diese junge Mutter, oder nicht Mutter, liegt im Bett und starrt so ins Nichts und sagt, politisch korrekt heißt das vorzeitiger Schwangerschaftsabbruch oder sowas. Und ich habe so... Also, weil sie halt unter 30 ist? Ist das das Ding? Es war wild, dass Hans Otto und Josephine diesen Dialog geschrieben haben. Ja, heißt halt Helgoland 513, ist ja egal. Aber nein, politisch korrekt heißt das vorzeitige Fötustötung oder so. Und alle waren so, okay, Bitch. Und dann war die Szene vorbei. Wow, way to be a bitch about it. Ugh, deswegen habe ich dir was in Tee getan. Weil du sowas sagst immer, Jacqueline. Also, das ist alles wild. Ja, und dann sehen wir halt einen Shot vom Mainland und da ist halt einfach so ein Priester, der einfach neben einem Baum steht. Und dann kommt einfach so ein verrückter Mann mit seiner verrückten Tochter und die foltern ihn dann und stecken ihm eine Mistgabel in den Bauch und sagen so, haha, ich bin verrückt. Kennst du Mad Max? Der Priester so, nein, was ist denn Mad Max? Meinst du den strammen Max? Und dann sagen sie, nein, wir meinen nicht deutsche Hochkultur, wir meinen westamerikanische oder australische Hochkultur. Ich weiß nicht genau. Der Mad Max. Und dann sagt der Priester so, bitte nein, ich kann nicht. Und sie sagen so, haha, wir sind verrückt. Denn wir sind nicht im Helgoland. Und dann töten sie ihn. Das ist das Letzte, was ich davon gesehen habe. Dieser Cliffhanger wurde mir dann nie aufgelöst. Ja, falls jemand das Ende von Helgoland 7392 kennt, geht Helgoland unter? Kann Helgoland sich gegen den Rest der Welt beweisen? Weil, was ich auch gesehen hatte in der früheren Folge als Cliffhanger war es, glaube ich, oder in der gleichen Folge, vielleicht gab es 700 Cliffhanger in der Folge, ich bin mir nicht sicher, wie ein großes Schiff von der Außenwelt angekommen ist, um Helgoland einzunehmen. Und ich finde das immer extra lustig, weil ich weiß nicht, wie es euch geht, aber immer wenn ich Helgoland sage, bekomme ich in meinem Kopf das Bild von Legoland. Das ist zu nah beieinander. Allein schon phonetisch, wenn ich das ausspreche, als dass ich das voneinander unterscheiden könnte. Deswegen habe ich im ganzen Zeit im Kopf, dass halt das Legoland eingenommen wurde. Aber das liegt an mir, das sehe ich ein. Anyway, wie geht's aus? Schreibt im Chat oder in die Kommentare auf YouTube und dann muss keiner von uns das mehr gucken und wir wissen es einfach.
Ihr könnt die Musik nicht hören, ist das Spiel zu leise oder rede ich einfach nur zu viel? Ja, das habe ich auch gesehen, Aaron, dass diese Serie auch in Berlin, glaube ich, gedreht wurde oder so. Aber halt nicht auf... Nee, das war was anderes, was ich gerade meine. Aber ja, die wurde halt nicht auf Helgoland gedreht, was ich halt... Also Boss Move, muss ich sagen. Respekt. Okay, wie... Was? So. Weil das ist ja, muss ich sagen, das Alleinstellungsmerkmal von Helgoland 7943 ist ja, dass es Helgoland ist. So. Und sagen sie einfach, ja, aber ist es eigentlich nicht. Like, wenn du auf Sylt drehst, dann sagt er, nennst doch Sylt 9910. Aber, naja. So, Pazifist, da bin ich nämlich ganz bei dir. Das ist mal die Idee. Also ich würde sagen, also, um die Frage zu beantworten zur Musik, sie ist fein. Also, nicht bad, aber jetzt auch nicht irgendwas, was mich unglaublich in meinen Träumen auf positive Art heimsuchen würde. Oder negative Art. Wäre ja auch was. Oh, Trickshot, Alter. Wisst ihr, was ich auch gemacht habe? Ich habe vorgestern, Zeit ist eine Illusion und wir alle sollten uns von ihr lösen, habe ich einfach Björn zu Hause besucht. Einfach Speckobst besucht. Und jetzt wisst ihr was, Leute? Jetzt weiß ich nämlich, wie sein Streaming-Setup aussieht. Ich war in seinem Streaming-Büro und immer wenn er jetzt streamt, weiß ich genau, wie es da aussieht. Und ihr nicht? Und ich habe ihm schon da vor Ort erzählt, ich fühle mich jetzt ultra special. Weil ich der einzige Mensch auf der Welt neben ihm und seiner Partnerin bin, der einfach weiß, wie das da aussieht und wie er streamt. Und wenn er so da sitzt und da redet, dann weiß ich ganz genau, wie er da aussieht. Und ihr nicht? Ihr wisst es einfach nicht. Haha, ich schon. Das ist der Unterschied zwischen uns, Leute. Ich weiß einfach sowas. Er hat da, also ich kann euch sagen, sehr gut. Achso, sehr gut, Aaron. Da muss ich kurz überlegen. Ist auch ein sehr, sehr gutes Setup. Deutlich besser als das, was ich zu Hause habe. Muss ich absolut sagen. Hab ich ihm gesagt. So, fand ich sehr beeindruckend. Hat er sehr cooles Ding. Nee, es gab keine Stream. Also es gab etwas Pazifister. Das werdet ihr später von erfahren, was wir da gemacht haben. Wir haben was gemacht, das kann ich sagen. Ah, ich werde von allem getroffen. Sag ich ja. Ich glaube, es reicht, ne? Mit einem Blick auf Pepper Grinder. I like it. Also, finde ich, macht mir echt Spaß. Aus irgendeinem Grund ruckelt das Menü. Immer, wenn ich hier reingehe. Also, wir können mal, hier ist das Stickerbuch. Ja, das ist das Stickerbuch, wa? Ich komme hier nicht mehr weg. Und hier kann ich meine Skins verändern. Wunderbar. Wunderbar! Ich mag übrigens diesen Titelbildschirm. Das ist halt fucking dope! I like it a lot. Anyway, tschüss! So, wir können ja langsam zum Ende kommen, aber haben wir denn noch was? Haben wir denn noch was zum Zeigen? Ja, natürlich. Mindestens eine Sache haben wir noch, Freunde. Weil da wollte ich auf jeden Fall reingucken. Da finde ich, das habe ich am Anfang bereits erläutert. Ihr seht es gleich. Controller ist noch Support. Dann tue ich den halt weg. Schreib mir doch nicht an. Dann tue ich den halt weg. Gleich bekommt ihr auch das Spiel zu sehen, ich schwöre es euch. Noch taucht es leider nicht in meiner Application List auf. Here we go. Das ist No Players Online.
eine kleine Free-to-Play-Erfahrung, die vor 2 Jahren erschien, wo man halt ein fiktives Spiel gebaut hat, das leer ist, wo die Server nicht mehr bewohnt sind und was man erkunden konnte mit den Maps und so, und das war sehr cool. Und da machen sie ein komplettes Spiel raus. Ein komplettes Spiel, das sie verkaufen werden. Und von diesem kompletten Spiel, an dem sie gerade entwickeln, haben sie dann wiederum eine Demo gebaut, die halt nicht einfach das ist, was man vorher spielen konnte, sondern etwas anderes. Und ich weiß nicht, wie lange sie ist, ehrlich gesagt. Skip Intro. Ich würde ja sehr, sehr gerne einfach einstellen können, dass es nicht so laut sein soll, aber kann ich nicht. Und von dieser Vollversion ist hier eine Demo. Ich weiß nicht, wie lang sie ist. Wir gucken einfach mal rein. Wir gucken mal, was passiert. Und ihr sagt mir mal, wie der Sound ist, wenn ihr hier seid. Wenn ich jetzt ein bisschen rede, ihr hört ja die Schrittzahl. Ich vermute, es ist ein bisschen laut. Und ihr sagt mir immer, ob das stimmt. Das ist sehr laut. Das kann ich mir selber erschließen. Das müsst ihr mir nicht sagen. So, wir haben eine Fahne abgeschossen. Ja, genau. Das war, also war nicht wirklich eine FPS, weil du ja auf nichts schießen konntest. Aber im Kern ja. Übrigens, diesen Dither-Effekt habe ich hier gesehen. Kann man das scheinbar auch ausmachen. Wow. Und dann sieht es halt komplett anders aus. Ja, lassen wir es schon an. Ich will ja schon die... Was ist denn da gerade gefallen? Moment mal, wenn ich es ausmache? What's this? Warum erscheint das, wenn ich den Dither-Effekt ausmache? Wild. Ich lasse ihn jedenfalls an, weil ich will das Spiel so spielen, wie es intendiert wird. A game by... ist es jetzt lautstärkemäßig okay oder immer noch zu laut? Bitte gerne im Chat schreiben. Oh, der Hollandse. Kann noch ein kleines Stück leiser. Sagt, tu nicht gut. Ein schöner Name. Ich kann nicht springen. Aber ich kann rückwärts die Treppen hochlaufen. Dann mache ich doch noch ein Stückchen leiser. Und falls ihr da euch dann gleich sagt, warte mal, das ist ja viel zu leise. Tifuseki sagt, es ist okay. Okay, wir haben 1:1. Der Nächste, der schreibt, entscheidet darüber, ob wir leiser machen oder nicht. Wichtig ist, dass er mich entspannt hört. Ich möchte nicht, dass ich schwer zu verstehen bin. Oder wann sie anspringen muss. Viktor Kraus, Shoutout an dich. Zu Mädchen. Also, tut mir leid, tu nicht gut. Ich weiß auch deinen Kommentar zu schätzen. Ich folge wir sind ja ein demokratischer Channel, wir wissen es. Es sei denn, meine Community wird plötzlich rechtsradikal, dann werde ich autokratisch und überstimme sie einfach. Mem. Toll, jetzt sind Toni Guts Ohren geplatzt wegen euch. Well fucking done, you guys. Richtig toll gemacht. No players online. Kann ich genau lesen. So, und ich glaube, der ganze Part ist neu. Das habe ich halt im Steam Store gesehen. Ich glaube, dass man hier einen tatsächlichen Desktop hatte, den man erkundet hat. Den gab es vorher nicht. Ach, guck mal, hier kann ich jetzt auch Lautstärke einstellen. Alles klärchen. So, ich vermute mal, als die beiden kann ich mich nicht einloggen. Letzter Login mehr als 8 Monate her. Bei ihr auch, weil ich einen Passwort brauche, ne? Ja, also werde ich das erstmal rausfinden müssen später. Dann loggen wir uns mal als Gast ein. Ich mag sehr diese Animation. Oh, fuck yeah. Das mag ich sehr. Das ist die gleichen Settings hier wahrscheinlich, ne? Wir haben einen Text-Edit, ein Notepad. New File. Hallo, lieber Chat. Das ist das Skript für mein neues Video. Vogue. Wieso ich es bin.
Es war der 7. Mai 1923. Mein Urgroßvater lief aus der Ruine seiner Doppelhaushälfte. Die Weimarer Republik lag in Trümmern. Zumindest bald. Wie ein wie die sich zurückziehenden Wogen des Meeres kündigte die Wohnruine die kommende Mondzeit an. In diesem Falle war der Mond aber die Diktatur. Kapitel 2. 1732. Ein Steinzeitmensch stolziert aus der Höhle, in der er die letzten 84.976 Jahre verbracht hat. Er ist verwirrt. Er sah die Welt bisher nur über Schatten an der Wand seiner Höhle. Er überlegte, was dieses Konzept bedeuten könnte und ob es einen Namen in Zukunft bekommen würde, der ihm philosophische Bedeutung. Oh, das habt ihr nicht gesehen. Fisch wie der Fisch. Lachs. Bedeutung zukommen lassen würde. Kapitel 3. Mein Urgroßvater James ging durch die Ruinen, die waren wie der Mond. Ich hab's ja schon erklärt. Ihm schoss ein Gedanke in den Sinn. Warum ist mir das passiert? War ich nicht Vogue genug? Kapitel 4. Der Steinzeitmensch ging voran. Huch! Sagte er. Was denn das? Vor ihm stand eine Katze. Die Katze sprach mit dunkler Stimme. Quinn? Kann ich nicht offline gehen? Entschuldigung, bin ich mit dem Internet verbunden? Boah! Alter! Alter! Ich hab hier seit Jahren mit Schatten rumgespielt und lustige Schattenspiele an deine Wand in der Höhle geworfen. Du hast die ganze Zeit sehr dumm die Wand angeguckt. Miau. Ich habe mir gedacht,
Wann guckt er denn jetzt einfach mal in die andere Richtung? Literally einfach um 180 Grad drehen. Hasse nicht gemacht. Stundenlang. Dann monatelang. Dazwischen tagelang. Und schließlich jahrelang. Und jetzt bist du hier. Miau. Boah. Sagte der Steinzeitmensch. Harsch. Aber wahr. Kapitel 5. James, der Urgroßvater. Zu diesem Zeitpunkt war er noch keiner. Jedoch bietet es sich für den Kontext dieser Geschichte einfach an, ihn so zu nennen. Es erklärt ohne weitere Exposition, dass er überleben würde, dass er eine Frau finden würde. Klammer auf. Das ist hier impliziert. Einfach weil alternative Lebensentwürfe im Jahre 1923 und erst recht am 7. Mai noch relativ selten waren. Und ich ehrlich gesagt wahnsinnig viel noch recherchieren müsste, um eine solche Geschichte, in der mein Urgroßvater James ein Kind adoptiert außerhalb der traditionellen Familieneinheit. Mit der Ernsthaftigkeit, die es verdient hätte zu erzählen. Klammer zu. Und ein Kind adoptieren. Nein. Er gebärt es ja nicht. Ein Kind in die Welt setzen würde, welches dann wiederum ein Kind bekommt. Klammer auf. Hier wäre eine alternative Lebenssituation schon deutlich eher möglich. Aber die Geschichte des Sohnes nicht möglich. Möglich ist es alles. Schon deutlich eher machbar für mich als Geschichtenerzähler. Aber es geht ja nicht um James, seinen Sohn, sondern James, seine Tochter. Manchmal hat man Geistesblitze. Sondern um James, dem Urgroßvater, der er hier aber noch nicht ist. Habe ich noch eine offene Klammer? Nee, ist das ein Ja, so. Ich muss den Satz fortführen noch. James, der Urgroßvater, habe ich bisher in diesem Kapitel geschrieben. Fragte sich noch immer, ob er woke ist.
Er erinnerte sich an eine Zeit. Das Tippen müsste etwas lauter, das kann ich organisieren. Du hast absolut recht. Das kriegen wir hin. Muss ein bisschen besser ASMR sein. Das ist doch kein Problem. So. Er erinnerte sich an eine Zeit, in der 100 Leute gucken zu, dope, seine Gebäuderuine noch ein Gebäude war. Er musste sich eingestehen. Er hat bereits Dinge getan, die Vogue waren. Kapitel 6. Jetzt brechen wir nämlich die ganze Form, die man hier sieht. Ihr glaubt jetzt nämlich, wir gehen zum Steinzeitmenschen. Das ist, weil ihr fucking P-Brain seid. James, der Urgroßvater, sieht eine Frau draußen. Kurz kommt ihm der Gedanke, sie wie ein echter Vollarsch richtig scheiße von der Seite anzumachen. So richtig scheiße. Er wollte etwas sagen wie: Ey, Schnecke. Das ist ein Flashback-Pazifista. Er überlegt doch gerade, ob er schon woke Dinge getan hat. Und erinnert sich doch. Überleg doch mal. Ey, Schnecke. Oder auch... Schöne... Beine. Aber... Er tat es nicht. Er hat... die Frau nicht scheiße von der Seite angemacht. War das woke? Ist das woke? Kapitel 7? Der Steinzeitmensch? Auch James? war insgesamt ein bisschen unglücklich. Vor 2 Kapiteln hatte er erfahren, dass seine gesamte Existenz in einer Höhle nicht etwa die Realität war, sondern nur Schatten an einer Höhlenwand, die erzeugt wurden von einer kleinen Katze, die sich über ihn lustig gemacht hat. Dies wäre normalerweise der perfekte Zeitpunkt zur Introspektion gewesen. Wenn das ein Wort ist. Gewesen. James, der Steinzeitmensch, fühlte sich jedoch nicht besonders introspektiv. Geradezu outrospektiv war er gerade. Und so sah er den Fehler nicht bei sich. Nein, er suchte den Fehler bei anderen. Er sagte: Du Katze, du Kommakatze, Pluto ist schuld. Hä?
sagte die Katze. Ausrufezeichen. Nee, Punkt. Ja. Der Pluto, ein Planet, warf den Schatten auf die Erde auf eine Art und Weise, die dafür sorgte, dass ich völlig eingenommen von ihm auf die Wand starrte. Die Katze war verwirrt. Was der Steinzeitmensch nicht wissen konnte, waren zwei Dinge. A. Pluto war kein Planet. Pluto würde in einigen Jahrhunderten wieder ein Planet werden und dann wieder nicht. Weshalb beide Aussagen gleichermaßen falsch gewesen wären. Pluto war Schrödingers Planet. Es war lustig, dass eine Katze diesen Gedanken hatte. B. Katzen können keine U's hören. Immer wenn jemand ein U benutzt, hört eine Katze stattdessen A. Das hat in der Geschichte der Welt schon für viele Missverständnisse gesorgt. Das ist literarisch nicht schön. Hat in der Welt schon zu vielen Missverständnissen geführt. Es war Plato. Sagte die Katze. Das ist wahr. Moment. Kann ich wieder hochgehen? Ja. Kapitel 8. Missverständnis 1. Such! Rief der Katzenbesitzer zur Katze und warf einen Stock weg. Miau! Sagte die rheinländische Katze. Die davon überzeugt war, dass man von ihr verlange, sie solle konjunktiv etwas sagen. Und so verlernten Katzen zu apparieren und beschwerten sich stattdessen, wenn man ihnen Kommandos gab. Kapitel 8, Missverständnis 2. Bring mir ein Buch, sagte Marcel Reich. Ranicki? Das ist alternativ. Ranicki. Bring mir ein Buch, sagte Marcel Reich Ranicki. Ich liebe Bücher. Miau,
sagte die Katze. Und brachte einen Bach. Marcel hasste Wasser. Auch das entbehrt nicht einer gewissen Ironie. Ist er doch eben nicht die Katze in dieser Geschichte, sondern der Literaturkritiker. Und klassischerweise sind es ja doch eher die Katzen, die dem Wasser gegenüber negativ eingestellt sind. Ah, sagte Marcel und bestrafte die Katze umgehend, indem er sie dazu zwang, die Zwerge 4, das Schicksal der Zwerge, einen der schwächeren Teile der achteiligen Markus Heitz Buchreihe über unser aller Lieblingskleinmenschen zu lesen. Daraufhin lernte die Katze, das Wasser zu hassen. Zurück zum ursprünglichen Kapitel 8 oder 7. Es war Plato, sagte die Katze. Was? Nein, Pluto. Plato? Pluto. Plato? Pluto? Plato? Pluto? Plato? Pluto. Plato? Pluto, Plato. Sagte der Steinzeitmensch. Ein Konundrum. Welches als Wort an dieser Stelle in die Existenz sprang. Ich finde das frustrierend. Ja, aber ich bin auch ein harmoniebedürftiger Steinzeit-Höhlenmensch. Deswegen, liebe Katze, stecke ich zurück und stimme zu, das war Platos Problem. Sag ich doch, sagte die Katze, die da glaubte, sie wäre eine Kutze. Kapitel 9. James hatte sich fertig erinnert. Der Urgroßvater, nicht der Steinzeitmensch. Ja, erschloss er sich, er war mal woke. Er hatte
eine Frau zwar nicht mit Respekt behandelt, aber er hatte sie auch nicht aktiv. Belästigt. Und nun stand er hier vor den Trümmern seines Lebens, metaphorisch, aber auch einfach vor den echten Trümmern seines Hauses. Ich hab... Soll ich mal speichern? Glaubt ihr, ich sollte speichern? Ich habe ehrlich gesagt Angst, was passiert, wenn ich auf Speichern drücke. Ob ich es da nicht mal eingeben kann, deswegen traue ich mich das nicht. Ich hoffe einfach darauf, dass irgendjemand mittippt. Da draußen. Macht da einer stehen oder draußen? Das hatten wir schon. Das wird langsam redundant. Wo gehen wir jetzt hin mit James? Woke. Er war da. Was ist das? Hey, Marika. Ich bin noch nirgendwo bei James. Wir müssen kurz Kapitel 10 zu Kapitel 10 springen. Muss ich vielleicht einmal kurz das Schicksal der Zwerge aufschreiben, damit ihr das versteht? Ich glaube, ist fein. Braucht ihr nicht. Kapitel 10. Die Katze und der Steinzeitmensch hatten sich angefreundet. Ihr gemeinsamer Hass auf Plato verband sie auf gar wundersame Art und Weise. Oh, danke Vegan Tanuki für 10 Monate. Was ein Arsch, sagte die Katze über den Mann Plato. Was ein Arsch, sagte der Mann über den Planeten Pluto. Die Katze war fröhlich, denn sie verstand den Unterschied nicht. Und der Mann erlernte eine wichtige Lektion. In guten Beziehungen zwischen Katze und Mensch, zwischen Mensch und Mensch, aber sicherlich auch zwischen Katze und Katze, bestand auch daraus, dass man sich über die Fehler der anderen Person und oder Katze bewusst ist. Ja, vielleicht sogar, dass man sich über einer idealen Lösungsmöglichkeit für die Probleme der Person bewusst ist. Und dass man trotzdem einfach mal die Schnauze hält. Uff. Dass man nicht sagt, ja, also eigentlich heißt es ja Pluto, sondern stattdessen sagt, ja, du hast recht. Das ist einfach, ich finde, das sollte ohne großen Gag auskommen. Das ist unser introspektives, damit wir alle was lernen. Damit wir alle was lernen. Kapitel 11. 1900.
James, der Urgroßvater, war nun Urgroßvater. Ich glaube, in meinem Kopf ist das jetzt konkret hier eine der ikonischen Sätze. Ich glaube, wenn ich darüber nachdenke, wie Leute darüber sprechen und wenn das so der Spiegel die Rezension veröffentlicht, dann ist, glaube ich, James, der Urgroßvater, war nun Urgroßvater, eine der großen Aha-Momente, die man so zitiert künftig und umschreibt und adaptiert, weißt du? Du bist so ein Nerd! James, der Urgroßvater, war nun Urgroßvater. Was er definitiv nicht war. Wow. Seine nunmehr 50-jährige Introspektion. Siehe Gegensatz zum Verhalten der Katze. Nein, des Steinzeitmenschen, James. Trotz gleichem Namen, unterschiedliche Herangehensweisen und Charakteristika, das ist Literatur. Führte dazu, dass er sein zwar nicht positives Verhalten gegenüber einer random Frau, aber eben auch nicht verabscheuungswürdiges Verhalten als den Grund allen Übels erkannte. Er saß vor 1974. Er arbeitete bei IBM, den Erfindern des Computers. Maybe. Weiß es nicht. Ein cooler Firmenname. Keiner weiß, dass IBM eigentlich für ich Bims steht. Denn ich nutze diese Firma, um mein nicht woke Dasein. Lucifer. Nice. Denn ich nutze diese Firma, um mein Nicht-Woke-Dasein in die Welt hinausschreien zu können. Und so schraubte er alleine Quantenmathematik berechnend an dem ersten Computer der Welt, um das Internet zu erfinden. Kapitel 12. 1900. Kapitel 12. Missverständnis 3.
sagte der Mann, der gerne Musik hörte. Ich liebe Musik. Musik. Miau, sagte die Katze. Auch sie mochte Musik. Aber sie konnte ja keine Us hören und ersetzte sie durch As. Wer so viel weiß über die Musiktheorie wie ich, dem wird sicherlich sofort auffallen, wie doof das ist, wenn bei allen Musiken der U-Ton durch den A-Ton ersetzt wird. Mi, 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 mi. Ah, sang der Musikmensch im U-Ton. Antwortete die Katze im A-Ton. Ultra peinlich, dachte der Musikmensch. Ultra gut, dachte die Katze. Ich liebe Bach, sagte der Musikmensch, der Bach mochte. Oh, sagte die Katze. Doch, und das ist kein großer Spoiler, des Titels dieses Kapitels. Sie missverstand. Der Musikmensch kam aus Flensburg und in Flensburg, das wissen wir, können sie nicht reden. Sie haben es früh verlernt. Ein kleiner Fehler. Vervielfacht. Durch Wiederholung über Jahrhunderte. Er führte dazu, dass die Flensburger das A nicht aussprechen konnten und stattdessen A sagten mit zwei A statt einem A. Oh, sagte die Katze also. Bauch. Und jetzt wird's ein bisschen kompliziert. Moment mal. Wird man sich jetzt denken? Ich denke, die Katze weiß nicht, was ein A ist. Hier reden wir über ein rein phonetisches A, das eigentlich nicht existiert. Bach wird mit einem A geschrieben. Nur durch die
den Flensburgern inneliegende Unfähigkeit, das A als solches auszusprechen, wird aus dem A ein A. Der zweite A-Ton wird durch die verlängernde Wirkung für die Katze hörbar. Und so sagte sie: Ah, Bauch! Er möchte Bauch. Und die Katze warf sich auf den Bauch. Voller Inbrunst. Da lag sie. Bauch frei. Hoch. Oben der Bauch. Sie war bereit, gestreichelt zu werden. Sie, diese Katze, und mit ihr alle Katzen liebten es, am Bauch gestreichelt zu werden. Ja. Bauchstreicheln war gut. Nichts war besser. Für eins Katze. Hä? Sagte der Musikmann. Das war nicht Bach. Er mochte eine Sache. Und das war Musik. Doch was er gerade sah, war ein Bauch. Und das war... Nee, ein Bauch. Und das war ein zweifaches Problem. Denn sehen wollte er nicht. Er wollte hören. Und wenn er sah, dann hätte er doch zumindest gerne einen Bach gesehen. Ironisch, dachte ich mir. Es war nicht ganz, aber fast das gegenteilige Problem, das Marcel Reich-Ranicki hatte, der ja gar kein Wasser wollte, sondern ein Buch. Und nun sind wir hier und ein Bach wäre die Lösung gewesen. So spielt das Schicksal manchmal. Jedenfalls schüttelte der Musikmann energisch mit dem Kopf. Ich mag das nicht, rief er. Oha, sagte die Katze. Er mag das nicht? Dann mag ich das auch nicht, schrie sie. Denn sie war eine gute Katze. Und so hasste diese Katze und mit ihr von nun an alle Katzen es am Bauch gestreichelt zu werden.
Und damit würde ich sagen, haben wir einen ausführlichen Blick geworfen auf wie ist das Spiel? No Player Online. Vielen Dank fürs Zugucken. Ich bin gerade auf so einer Trance aufgewacht. Uiuiui. Wo bin ich? Ah ja, ich bin hier in Tönnesberg. Ich bin gar nicht in Berlin. Weird. Also, cooles Spiel. Ihr könnt die Demo auch runterladen. Jederzeit unter steam.de. Da könnt ihr euch No Player Online einfach herunterladen und könnt selbst in die wunderbare Erfahrung kommen, das zu spielen, was ich gerade gespielt habe. Ich gehe jetzt ins Bett, demnächst, und würde mich sehr freuen, wenn ihr uns supporten würdet. Bei patreon.com/hook oder steadyhq, nee, müsst ihr gar nicht mehr eingeben, steady.de/hook, könnt ihr auch einfach eingeben. Dann könnt ihr uns supporten und das wäre sehr schön. Denn nur so sind diese informativen Livestreams über Videospiele, die ihr noch nicht kennt, möglich. Nur dank dieser Support wisst ihr, dass Player Not Found existiert. Morgen wird es einen Hooked on Topic geben, aber der wird erst später kommen. Wir nehmen den morgen Vormittag auf. Ich kann den dann aber nicht unmittelbar schneiden, weil ich bin ja aus familiären Gründen hier und da gibt es familiäre Verpflichtungen, denen ich nachkommen möchte und werde. Das heißt, das wird ein bisschen später kommen. Ich werde dann wahrscheinlich ihn nachmittags oder abends schneiden können. Und hoffe dann, dass ich den am Samstag noch veröffentlichen kann, die Folge Hooked on Topic. Ansonsten kommt sie am Sonntag. Aber sie kommt. Da möchte ich euch keine Sorgen machen. Diesen Livestream gibt es bei Hooked Live, wie ihr das kennt, auf dem YouTube-Kanal oder hier bei Twitch in der Sektion, wo man Aufnahmen findet. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß. Ich hatte viel Spaß. Ich fühle mich wirklich, als wäre ich aus einer Trance aufgewacht. Ab wie viel Euro gibt es das Buch als Hardcover? Das ist eine gute Frage. Wir müssten da, glaube ich, einen Kickstarter dann für machen. Ich glaube, wir müssten halt vorher die ganzen Pre-Orders dann quasi sammeln, damit wir das abdrucken können. Aber ist ja auch noch nicht fertig. Ne? Es ist jetzt Woke, aber es ist ja nur die ersten 10 Kapitel von Woke. Da muss es natürlich noch mehr geben. Es hat keine Auflösung. Ich bin noch viel einfach bei den... es ist ja noch viel Exposition. Die Missverständnisse, die 7... müssen noch erklärt werden. Wir müssen noch verstehen, wie der Steinzeitmensch James und die Katze den Urgroßvater James, also mit dem zusammenhängen, ob es da einen Zusammenhang gibt und wenn ja, welchen. Wir müssen wissen, ob denn Urgroßvater James tatsächlich irgendwas anfangen kann mit seinem Job als IBIMs Hauptmitarbeiter und Computererfinder und ob er den Woke-Mind-Virus halt verhindern kann. Und das alles können wir aber halt erst in der Zukunft rausfinden. Ich glaube, ich muss auch mit der Familie von Marcel Reich-Ranitzky reden, ob ich diese Likeness hier, und der ist ja wirklich lebensnah gezeichnet in diesem Buch, möchte ich sagen, ob ich die verwenden darf, ob seine Estate damit Probleme hat, das weiß ich alles noch nicht. Ich muss mit den Katzen sprechen, ob die das okay finden, dass ich deren Geheimnisse in dieser Form hier offenbare. Viel, viel Arbeit noch, die zwischen mir und einer Veröffentlichung da noch stecken würden. Für heute würde ich aber sagen, vielen Dank fürs Zugucken, liebe Freunde. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mehr Spaß gemacht. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend und sage adieu. Bis Montag beim Podcast oder Samstag oder Sonntag bei Hooked on Topic oder nächste Woche dann bei dem Livestream, wo dann der Tom wieder dabei ist. Da gibt es dann wieder vielleicht normalere Livestreams. Mal gucken. Tschüssi.